und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 156. Bei mir ist der Tobi. Guten Morgen! Moin, und außerdem wieder der Dom. Moin! Jo, moin. Ja, wir nehmen heute relativ früh auf, mal ausnahmsweise früher Abend, 18 Uhr. Relativ chillig mal, finde ich, als Abwechslung auf jeden Fall. Ja, weil der Olli nicht dabei ist. Der muss ja immer die späten Nachtstunden nutzen. Genau, ja, bei ihm ist es ein bisschen schwierig. Ja, weil er ist eigentlich ein Vampir und die Sonne würde ihn... Macht das so viel Sinn? ...in Brand setzen oder so. Na gut. Okay, was haben wir auf der Agenda? Wir sprechen heute über Six Days in Fallujah, außerdem den Hack, der an CD Projekt Red verübt wurde, außerdem Disciples Liberation und Meta Human von Epic. Was lachst du noch, Tobi? Was ist los? Ich finde es schön, wie du das aussprichst. Six Days in Fallujah. Das hat sowas Exotisches, wie du das sagst. Ja, Fallujah. Bei mir ist. Aber Fallujah passt schon. Da hat die Bildung wieder gereicht. Ich dachte, Fallujah wäre so diese, das ist doch so amerikanische Aussprache eher, oder nicht? Das kann natürlich auch sein. Also ich will mich auch nicht komplett darauf festnageln, wenn jetzt irgendein, keine Ahnung, Arabistik-Student oder so uns hört und sagt, ihr seid alle scheiße, dann nehme ich das auf mich. Aber ich glaube, also ich weiß nicht genau, wie man es so richtig ausspricht, aber ich bin mir ziemlich sicher, Fallujah ist falsch. Wenn der Fallujah ein Problem hat, weil das heißt Fallujah. Alles klar. Okay, keine Ahnung. Gekonntes Wortspiel. Ja, wir lassen uns gerne korrigieren. Ich lasse mich gerne korrigieren. Aber nicht von Tobi. Ja. Genau. Okay. Ja. Ja, war abwarten, ob sich dabei meldet. Die Leute reagieren ja teilweise sehr, ich sag mal, nicht aggressiv, aber doch pikiert, wenn man Sachen falsch ausspricht und melden sich dann. Bei Eigennamen, na, müsste ja eigentlich auch gehen. Mal gucken. Aber sprechen wir erstmal darüber, was wir letzte Woche so gespielt haben, gemacht haben. Tobi, fang ruhig mal an. Was stand bei dir an? Jo, ich habe am Abend, als wir den Podcast aufgenommen haben, noch Cyberpunk durchgespielt. Bin jetzt fertig damit. Juhu, super schön. Und dann wusste ich nicht mehr so genau, was ich jetzt machen soll als nächstes, weil es ist ja immer noch, also keine Ahnung, hier ist zwar kein so richtiger Lockdown, aber du kannst halt immer noch nichts machen ordentlich und so. Und sitzt die ganze Zeit sowieso immer nur noch zu Hause. Und dann habe ich mal gedacht, naja, jetzt versuch's mal dein Pile of Opportunity etwas abzuarbeiten. Und konnte mich aber wirklich nicht so recht entscheiden, was ich da spielen soll. Also habe ich, wie unsere Discord-Nutzer alle wissen, auf dem Discord und auch im PC Games Forum eine Abstimmung gestartet. Und zwar habe ich das so gemacht, ich habe alle Spiele auf meinem Pile of Opportunity, die ich wirklich noch spielen will. Deswegen ist es auch der Pile of Opportunity, weil das andere ist der Pile of Shame. Das ist der, wo Spiele drin sind, die ich wirklich eigentlich nie anfangen will. Davon gibt's auch ungefähr so 150 oder so. Aber ich habe mir mal die rausgesucht, wo ich so dachte, naja, die willst du eigentlich echt noch spielen. Und das sind doch 60 Stück, habe ich dann festgestellt. Oder 59, glaube ich, waren's. Und aus dieser Liste habe ich dann per Zufallsgenerator 10 Stück auswählen lassen. Weil ich einfach dachte, 60 sind zu viele, um Leuten zur Auswahl zu stellen. Und dann habe ich eine Community-Umfrage gestartet, was ich als nächstes spielen soll. Aus diesen 10 Spielen, die alle wirklich welche sind, die ich eigentlich alle noch spielen will, aber man hat ja immer nur Vereins Zeit erstmal. Und dabei kam dann raus Rise of the Tomb Raider. Also der zweite Teil von Lara Crofts Reboot, jetzt aus den 2010ern. Und ja, hat mich ganz gefreut, weil ist eigentlich echt ein cooles Spiel. Und ich hab's auch schon mal irgendwann so bis zur Hälfte gespielt und dann kam halt, wie es immer so ist, irgendwas dazwischen und keine Ahnung, ich hab's wieder abgebrochen. Ich hab's, glaube ich, sogar schon zweimal angefangen oder so. Und jetzt habe ich eben die Motivation, das endlich mal zu Ende zu bringen, das Ganze. Und jo, bin jetzt auch inzwischen schon, also ich habe nochmal von vorne angefangen, weil das ist alles schon so lange her und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und bin inzwischen jetzt schon so zwei Dritteln, glaube ich, ungefähr durch. Man kriegt da so eine Prozentanzeige beim Save Game. Und jo, also es macht echt viel Spaß. Das sind wirklich coole Spiele, muss man wirklich sagen. Also, keine Ahnung, auch wenn ich es nie durchgeschafft habe. Den ersten Teil habe ich mal irgendwann durchgespielt gehabt. Macht voll Bock, ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, ist ja auch mal so ein bisschen so dann wieder zurückrennen mit neuem Equipment und Sachen nochmal finden und so.
Finde ich sehr cool, macht Spaß. Und ja, ich werde dann berichten, wenn ich es durch habe, dann schreibe ich einen in den Was habt ihr zuletzt gespielt Thread und dann können alle, die abgestimmt haben, lesen, dass es mir gut gefallen hat, weil das kann ich ja jetzt schon sagen. Folge 170. genau. nee, ich denke mal, also ich glaube, dass ich das wahrscheinlich nächste Woche durchspiele oder so. Hm. Mal schauen. Und dann mache ich vielleicht schon die nächste Umfrage, mal schauen. Ja, ich finde. Ja, ich habe mir aber. Achso, ich habe mir dann im Zuge dessen, weil zurzeit ja überall diese Lunar New Year Sales sind, unter anderem bei meinem Keyseller meines Vertrauens, nämlich Green Man Gaming, habe ich mir dann Shadow of the Tomb Raider noch gleich gekauft, falls ich dann Bock habe, direkt weiterzuspielen. Mal gucken, ob ich es wirklich dann gleich mache oder nicht. Aber das hat nur irgendwie einen Zehner gekostet da oder so. Das war voll okay. Ja, und da bin ich übrigens gleich noch in die Pre-Order-Falle gefallen und habe mir, weil das gab's da auch leicht reduziert, irgendwie für 50 statt 60 Dollar gab's die Mass Effect Legendary Edition gerade zum Vorbestellen. Oh. Und das habe ich jetzt einfach gemacht, weil ich weiß eh, dass das ein Day-One-Kauf wird bei mir. Insofern kann ich es auch jetzt gleich mitnehmen. Hm. Krieg noch den Rabatt, also ja. Sehr schick, eingepackt. Sehr schick. Also ja, ja. Während du den Pile of Shame versuchst abzuarbeiten, hast du das eine noch nicht durch, aber hast zwei neue Sachen hinzugefügt. Sehr gut. Genau, so machen wir das. Ja, das ist effizient. Ich hätte eigentlich gerne, was den Pile of Shame angeht, hätte ich gerne mal so einen Rechner, so eine Rechenmaschine, dass du dir mal ausrechnen kannst, du die ganzen Spiele, die du auf der Liste hast, die auf deinem Pile of Shame oder Pile of Opportunity sind, wie viel Spielstunden das denn insgesamt eigentlich wären oder wie viel Lebenszeit. Oha. Da hat doch irgendjemand bei uns auf dem Discord erst was gepostet. Wer war denn das? Der irgendwie so eine Statistikanzeige, irgendwie wie viel Prozent deiner Steam-Bibliothek du schon durchgespielt hast und angespielt hast und wie viel noch gar nicht das und so. Das war aber, glaube ich. Das war auch meine Wenigkeit, glaube ich. Ich habe, glaube ich, angefangen damit. Ah, das warst du. Ah ja, genau. Da ging es aber, das rechnet nach Spielen und nicht nach den Spielstunden oder so. Naja, genau, das wäre cool, wenn die noch irgendwie beim, keine Ahnung, bei irgendeiner Webseite, die gibt's ja so Webseiten, die durchschnittliche Spielstunden anzeigen für Spiele. Und wenn die das noch mit einberechnen würden, das wäre cool. Ja. Das wäre interessant, ja. Und gleichzeitig wahrscheinlich sehr frustrierend. Ja, 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 ja. Hast du sonst noch was gespielt? Nee, das war eigentlich meine Hauptbeschäftigung. Ich überlege gerade. Ja, nee, das war's. Alles klar. Dom, wie sieht's bei dir aus? Was stand an? Ich hätte gerne mehr gemacht die Woche, aber arbeitstechnisch war so viel los, dass ich abends eigentlich immer ein bisschen Entspannung und Ruhe brauchte. Hab mich über die Switch nochmal ein bisschen über den Graveyard Keeper hergemacht. Das ist aber auch so ein bisschen sporadisch. Und wie du ja gestern noch mitbekommen hast, habe ich mich dann auch Grounded nochmal gewidmet. Mhm. Das hat mich ja auch noch mal ein bisschen gefesselt. Und, Trommelwirbel, danke, Olli. Ich habe mit der Serie The Expanse angefangen. Was heißt da Olli? Tobi, meine ich, Entschuldigung. Das hat mit Olli nichts zu tun, das war ich. Ja, ja. Ich fand's sehr gut, und? Ja, sie hat mich sofort abgeholt. Wie gesagt, ich mag ja dieses Science-Fiction-Setup. Ich bin jetzt bei Folge 7. Ich hatte da leider auch nicht so viel Zeit. Ich hätte gerne mehr gesehen, ne? Und ja, Folge 7 ist schon mal nicht schlecht. Das ist eine pro Tag, das ist anständig. Und ja, es war mehr Zeit da. Und ich war ein bisschen ernüchtert, weil ein guter Kollege von mir, auch so ein kleiner Serien-Junkie, meinte, ja, wieso? Ich bin bei Staffel 5. Ja. Ich sag, ja, danke, dass du mir was gesagt hast. Ja. Muss ich das dann durch euch erfahren? Ja, Staffel 5 ist ja die gerade fertig ist. Ja, genau. Also das ist die neue, genau. Ja, cool. Jo. Ich können wir mal einen Special-Podcast machen, wenn du bei Staffel 5 bist. Ja, nach dem Halo-Cast. Ich hatte ja gesagt, dass ich nur die erste Staffel davon gesehen hatte. Und ich habe zufällig im Forum irgendwie gestern oder heute gelesen bei pcgames.de, dass jemand geschrieben hat, dass es nach Staffel 1 auf jeden Fall besser wird und anzieht. Kannst du da zustimmen, Tobi? Ja, das geht voll ab nach Staffel 1. Also die Staffel 1 ist wirklich noch so ein bisschen so, da wird das Setting so ein bisschen aufgebaut und so. Und es ist noch es gibt noch so relativ viel Exposition und so, und alles geht noch mit einem relativ, es geht so ein bisschen langsam los, aber gerade Staffel 2, 3 ist meiner Meinung nach so der Höhepunkt, wo es richtig abgeht. Und es ändert sich auch alles. Es ändert sich sehr viel in dem Setting. Mhm. Über die, also eigentlich fast mit jeder Staffel ändert sich tierisch was in dem Setting.
Jo, also dranbleiben. Okay, ja, dann das ist cool. Müsste ich es gleich nochmal versuchen. Hau rein. Ich meine, wie gesagt, also es ist halt so ein bisschen so Space Opera, ne? Da muss man so ein bisschen drauf stehen. Ich weiß nicht, das ist nicht jedermanns Sache. Ich kenne auch, ich habe einige Freunde, denen ich das immer empfohlen habe, die so gemeint haben, so, nee, ist gar nichts für mich. Aber ich mag, aber wenn man damit so ein bisschen was. Ja, ich wollte gerade sagen, ich mag das Setup tatsächlich. Es hat so ein bisschen was diese Cypher-Serie angeht. Ich habe Babylon 5, Babylon 6, scheiße. Mhm. Echt geliebt. Star Trek weniger, Star Wars, ja gut, ist ein bisschen ab davon, aber es gibt ja so diese typischen Serien und Expanse, alleine so diese Weltraumphysik mit den Raumschiffen und also das ist schon speziell. Also das finde ich, machen sie schon echt gut. Und ich bin gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall weiter suchten und ich denke mal, ich ziehe das auch bis Staffel 5 locker durch. Ja, okay. Sehr gut. Haha, ja. wieder ein konvertiert. Okay, dann mache ich mal noch weiter. Ich habe seit 2 Tagen wieder Escape from Tarkov gespielt auf einmal, weil die Jungs auf dem Discord sich das, oder was heißt die Jungs irgendwie, wir sind gerade zu 5. oder 6, die sich das geholt haben. Ich hatte ja vorher nur mit Nino mal sporadisch gespielt und der hatte dann jetzt auch nicht so viel Motivation, glaube ich, und dann hat es von mir auch wieder aufgehört. Und jetzt auf einmal haben das noch mehrere Leute dazu gekauft, hier der Philipp und der Matt und der Zardas hat das auch. Und jetzt haben wir schon gemeinsam ein paar Runden gespielt, irgendwie gestern bis 4 Uhr morgens noch Tarkov gespielt, also aber wieder komplett eskaliert, was ich eigentlich ganz cool finde, weil das bei mir lange nicht mehr vorkam, dass ich ein Spiel so gesuchtet habe. Das macht mal wieder Spaß. Und der Zardas ist ja auch am Stream, der hat ja zusammen mit Nino und dem Matt hier vom Discord einen Twitch-Stream, wo die relativ häufig online sind. Und dann hat er währenddessen gestreamt und da waren tatsächlich Leute, die unseren Podcast hören, bei denen im Channel, was ich ziemlich cool fand. Ich weiß nicht, also ist halt die Frage, also wir haben ja nie Cross-Promotion in dem Sinne gemacht, also das haben wir nie so erwähnt, aber es könnte halt entweder sein, weil wir den Link gepostet haben, im Voice-Channel, glaube ich, war der mal drin, oder es hat sich echt zufällig ergeben, was ja theoretisch möglich ist. Fand ich auf jeden Fall cool, einen kleinen Shoutout an die Leute, die da waren, ziemlich nett. Jo, also du meinst, dass unser Podcast inzwischen so eine Reichweite aufgebaut hat, dass quasi das Van Dyke Diagramm der Leute, die den Podcast hören und die den Stream schauen, völlig unabhängig voneinander, sich einfach überschneidet inzwischen. Absolut. Ja, genau das wollte ich damit sagen. Ja. Okay. Ich erinnere mich auch gestern noch an den Moment, deine Reaktion auf die, hey, ein Fan von meinem Stream hört euer Podcast. Und Lukas war sehr, wie war das? Enthusiastisch? Nee, jetzt habe ich das Wort gerade verpeilt. Ja, auf jeden Fall sehr motiviert. Du wolltest sagen, er hat geschrien wie ein kleines Mädchen. Quasi, ja, quasi. Ja. Schrei vor Glück oder schick zurück. Ich dachte tatsächlich, dass sie mich trollen. Ich habe in den Chat gar nicht reingeguckt. Ich dachte so, ja, okay, jetzt rabbert ich mir da rum. So. Aber nee, tatsächlich war es so. Hat Melina auch noch mal später gesagt. Und Madame Sibylle war auch noch da. Was natürlich für einige interessante Szenen doch gesagt hat. Ja, aber es war cool. Ja, spaßig. Sehr schön. Ja, das war's von meiner Seite. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt erstmal zu Ollis Einspieler. Denn er meinte, er macht jetzt erstmal eine Pause vom Podcast. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber er wird wahrscheinlich erstmal ein paar Folgen nicht dabei sein. Aus Gründen, keine Ahnung, wegen Arbeit und so, 3-4 Millionen, glaube ich. Und er hat uns aber netterweise hier den Einspieler gebracht und den hören wir uns jetzt mal an. Ja, hallo zusammen. Ich mache mich im Podcast ja zurzeit etwas rar und deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche mal ein bisschen was ein, was ich so zuletzt getrieben habe. Wir haben ja dafür ein passendes Segment, nicht wahr? Und wollte so meine letzten Erlebnisse zum Besten geben. Dann bin ich wesentlich ganz raus. Na gut, fangen wir mal an mit einem kleinen Hardware-Abenteuer. Ja, das ist jetzt was, da können drüber Nino und Jan ein bisschen drüber lästern, wenn sie das hören sollten. Und zwar wollte ich mal so ganz ohne Not mein BIOS updaten von meinem Mainboard. Ich kann jetzt vielleicht, man macht das nicht mehr unbedingt aus zwingenden Gründen, sondern einfach, weil ein neues BIOS da ist oder man es lange nicht gemacht hat, worum auch immer. Und ich habe ein ASRock B450 Pro 4. Ja, nichts soll es jetzt, ne? Aber es tut seinen Dienst. Und da dachte ich mir, ja, hauste mal das neue BIOS drauf. Das gestaltet sich dann schwieriger als gedacht. Das Ding hat ja kein Online-Update, man muss also richtig so oldschool-mäßig mit so einem USB-Stick, ne, FAT32 formatiert da rein und dann das dann raufspielen, wenn man dann im BIOS ist.
Aber kurioserweise, ist nicht das erste Mal, dass ich es mache, kurioserweise kam immer nur sowas wie ein File not found. Ja? Und habe mich gewundert, warum und überhaupt. Die Vermutung lag nahe, dass irgendwie der Stick falsch formatiert ist, falsches Format, zu groß oder sonst was, falscher USB-Port angesteckt. Aber man konnte zumindest kurz sehen, wenn auf dem USB-Stick noch was anderes drauf war, wie das, das BIOS kurz nach allen möglichen Sachen gesucht hat. Das konnte man so flackern sehen. Aber danach tat sich nichts mehr und ich hab gegoogelt, ne, was man so tut. Aber fand jetzt nicht wirklich was Erhellendes dazu. Und außerdem, es ging ja schon mal, ne? Es ist, wie gesagt, nicht das erste Update gewesen. Und war so etwas ratlos, bis ich nach Ewigkeiten verlorener Lebenszeit darauf kam, dass ich das BIOS für das ASRock B450 Pro 4M runtergeladen hatte. Ja, ne, was ein Buchstabe für Unterschiede ausmachen kann und sich offensichtlich das BIOS von meinem System halt hartnäckig weigerte, dieses von der anderen Variante zu installieren, vielleicht auch zu rechter Weise. Sei es drum, eine etwas sprechendere Fehlermeldung wäre schön gewesen, ne, ASRock. Das wäre was gewesen, statt File Not Found oder sowas zu sagen, Incompatible oder weiße Deibel was, aber nicht sowas. Verdammt, ja. Können sich jetzt hier Nino und Jan dran erheitern, aber nun gut, sei es drum. Das zu diesem kurzen Erlebnis und jetzt etwas zu etwas Größeren. Ich habe nach den letzten Simidium Xbox Game Pass Erfahrungen, denn das kam ja daher, da habe ich es ja deswegen rausgezogen, ne, aus dem letzten Folge, aus dem Game Pass Abgründen, mir gedacht, ja, was machst du denn noch, vielleicht noch was aus dem Game Pass, wenn du schon das Geld für ausgibst, muss ich es ja auch lohnen, und da habe ich mir Tell Me Why rausgeholt. Tell Me Why von Don't Not Entertainment, auch bekannt vor allem durch Life is Strange. Und dachte mir, ja, das ist vielleicht genau das Richtige, so gemütlich abends, so zum Wegspielen, ne, so hier heute jetzt im Winter, und habe es auch nicht bereut. Also das war was Interessantes und ich wollte ein bisschen was drüber erzählen, weil ich denke, das ist durchaus eine Erwähnung wert. Tell Me Why, das ist in drei Kapiteln oder drei Episoden aufgeteiltes Adventure, so im typischen Don't-Not-Stil, ne? Nicht zu komplizierte Rätsel und sowas, sondern mehr so narrativ das Ganze aufgebaut. Das handelt über ein Geschwisterpärchen, Tyler und Allison Ronan, die kommen aus Alaska, ne? Wohnen auf den Alaska, ja, spielt auch schön so im Winter dann auch übrigens, ideal für die Zeit jetzt, ne? Gerade kann man sich so schön einkuscheln mit denen zusammen quasi. Und das sieht sich mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Nämlich in jungen Jahren wurden diese getrennt, nachdem der junge Tyler ganz jung in Notwehr, wie es erscheint, seine Mutter erstochen hat, die zudem psychotisch geworden ist. Und so ist zumindest die Ausgangslage, und er musste dann ja so eine Art Heim, nicht, dass die jetzt ihn da als verbannt hätten gleich oder so, aber es hieß dann besser, dass die Geschwister getrennt werden, und die eine wuchs dann bei einem Pflegevater auf, der sich gut um sie kümmerte auch und später Polizei oder Polizeichef schon da war von dem kleinen Ort, in dem er sich ganz abspielt in Alaska, und der Tyler musste dann halt so ein Internat quasi aufwachsen, und nach Jahren, wo sie dann eigentlich erwachsen sind, kommen sie dann wieder zusammen im kleinen Ort, und ja, dann nimmt das ganze Drama dann halt seinen Lauf, weil sie natürlich ein bisschen so nachforschen wollen, was denn damals eigentlich wirklich gewesen ist, und das ja gestaltet sich natürlich schwierig, weil sie auf eine Wand des Schweigens quasi treffen in dem kleinen Ort, keiner will eigentlich mehr so darüber berichten, was dann damals gewesen ist. Und sie bohren dann so ein bisschen nach. Gleichzeitig haben sie ein paar typische Donut-Fähigkeiten, sage ich mal so. Nämlich Donut-Geschichten ist ja immer so, dass die Leute eben irgendeinen gewissen Kniff haben, was Übernatürliches haben. Und auch diese beiden Geschwister haben was Übernatürliches an sich. Sie können sich lautlos miteinander verständigen und sie können Phantome der Vergangenheit so quasi sehen. Und das wird auch manchmal für Rätsel benutzt und auch für Entscheidungen und sowas auch. Ja, ja. Das Ganze ist ja ein übliches Gameplay auch, was man hat, ne? Wie gesagt, Entscheidungen treffen, Rätsel lösen, Sachen finden, das Übliche. Nicht sonderlich anspruchsvoll, aber so typisch Don't-Not halt. Und so, ja, entscheidet und leicht rätselt man sich durch die ganze Handlung dadurch und stößt auf die ganzen Abgründe. Das Spiel handelt nämlich auch von tiefen Traumata, die erlitten haben. Und ganz besonders der Tyler ist da sehr speziell, denn er ist ein Transmann. Also er war eigentlich mal Allisons Schwester. Und wer jetzt schon zusammenzuckt und sagt, oh no, nicht sowas, fürchtet euch nicht, denn ich finde, diese Geschichte ist so schön natürlich rein in diese Handlung integriert,
dass das überhaupt nicht gekünstelt oder gezwungen wird oder so cringy wirkt, sondern es ist wirklich ein wichtiger, aber natürlicher Bestandteil der Handlung. Und das ist einfach toll gemacht, muss ich einfach mal sagen. Ich bin auch keiner, der immer sagt, das muss immer auf Biegen und Brechen in der heutigen Zeit immer rein, ne? Also solche wichtigen, aber manchmal sehr erzwungen wirkenden Themen, sondern ist eigentlich vollkommen natürlich drinne. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön von Don't Not gelöst, wie das gemacht worden ist. Großen Respekt davor. So ein schwieriges und ja auch kontroverses Thema so locker natürlich einfach reinzubringen in so ein Spiel. Da war ich beeindruckt, muss ich einfach mal sagen. Das haben die richtig gut gemacht. Die Atmosphäre ist dabei übrigens sehr, sehr schön, finde ich. Wunderbar, wie die Gegend da umgesetzt ist in Alaska. Man hat richtig Lust, eigentlich da mal vorbeizugucken. Und ja, gerade jetzt so, wo wir hier zum Zeitpunkt der Aufnahme ist auch mitten im ziemlich strammen Winter dieses Mal im Jahr 2021 hier hängen, passt das so voll rein mit Alaska. Und ich, ja, auch grafisch finde ich das eigentlich sehr schön. Ja? Bis im Gegensatz übrigens zum PCGames.de Testartikel, wo die Grafik nur als Solala beschrieben wurde, ich finde die hier voll passend. Schöne Stimmungen, die da erzeugt werden, sowohl von der Landschaft her, als auch die Person selber. Ein bisschen, dass sie ein bisschen abstrakter, nicht ganz so futuristisch sind, das ist ja auch üblich bei Don't Not, wobei sie diesmal deutlich realistischer sind als noch bei Life is Strange oder so. Sind sehr viele kleine Details drin, auch hochauflösende Texturen im Bereich von den Bekleidungen oder die Wollmütze oder sowas von Allison oder sowas, da kann man fast jedes Haar sehen. Ja, und die Gesichter sind durchaus, finde ich, auch in wichtigen Szenen sehr lebendig gestaltet eigentlich und mit Details. Da haben sich manche beschwert über starre Gesichter, aber das finde ich bei den Schlüsselszenen eigentlich überhaupt nicht so unbedingt. Man merkt natürlich ein bisschen, dass das Budget nicht endlos da war, aber so im Rahmen ihrer Möglichkeiten fand ich das sehr, sehr schön gelöst und sehr ansprechend gestaltet. Also Respekt. Sieht auch so gesehen, finde ich, toll aus. Bringt zumindest das rüber, was es rüberbringen soll. Und akustisch ebenso. Die Soundkulisse passt, die Musik ist auch stimmungsvoll, wenn sie auch nicht so einen großen Stellenwert hat wie bei Life is Strange, das ja im laufenden Band irgendwelche Musikstücke hatte, die das dann unterstrichen haben. Hier wird das nur sehr spärlich eingesetzt, finde ich, und in ausgewählten Stellen. Also wer sich bei Life is Strange schon in diese Musik verliebt hatte, der wird vielleicht hier nicht so auf seine Kosten kommen, weil das doch deutlich spärlicher eingesetzt wird. Aber ansonsten ein schönes Ding, also in mehrerer Hinsicht. Ich habe es nicht bereut. Es hat ungefähr jetzt alle drei Teile zusammen. War das vielleicht, muss das 9 Stunden gewesen sein? Das kann man also schon in einer Woche wegspielen. Und das war so ein, auch für mich wieder ein typisches Game Pass-Spiel. Ne? Hat man vielleicht sonst nicht unbedingt geholt oder angefasst. Aber so war das einfach ein unterhaltsamer paar Abende. Und im Gegensatz zu anderen Leuten bin ich der Meinung, dass auch wenn es schwerere Themen sind, ach, das sind so gemütliche Spiele, die kann man so nebenbei wegspielen, ne? Weil da muss man nicht voller Anspannung vorm Rechner sitzen oder dass dann vielleicht doch noch plötzlich ein Quicktime-Event oder sowas kommt. Das geht so weg. Und ich fand das echt sehr angenehm. Und die Geschichte der beiden Geschwister war eigentlich eine sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Also Respekt, Don't Not Entertainment, das war wieder ein schönes Ding. Ich hoffe auf noch weitere von dieser Sorte. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, ein bisschen habe ich mich wieder so in den Game Pass verliebt. Das ist ja schon eine interessante Sache, dass man da immer was im Auswahl hat und da einfach mal was rausziehen kann und spielen kann. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich auf meinen Pile of Opportunity nicht noch 300 andere Sachen hätte, aber hat was, wenn immer sowas Neues mal reingespielt wird. Und ja, könnte man drüber nachdenken, vielleicht nochmal eine Xbox Series X in die Ecke zu stellen für die etwas actionmäßigen, mit Controller gespielten Titel. Wer weiß, vielleicht, mal gucken. Ist ja, sonst habe ich auch keine Konsole hier, außer meine PS5, die ich noch gar nicht gebraucht habe, ne? Na egal. So, damit würde ich euch wieder entlassen zur Crew hier und vielleicht hört man sich ja bald mal wieder live, sozusagen. Bis dann. Tschüss. Ja, das war der Einspieler von Olli. Tatsächlich hat er ja gesagt, wegen der Hardware-Geschichten, ob wir das nicht noch aufgreifen, eventuell im Hardware-Teil, das kam jetzt nicht mehr dazu, weil ich das ja später gehört habe. Ich will das kurz aufgreifen. Ich will das kurz aufgreifen im Software-Teil. Also weil BIOS-Updates, und ich glaube, wir hatten das Thema auch sogar schon mal, ich weiß nicht, ob wir es hatten mit dem Hardware-Teil direkt, aber zumindest im Discord und vorher, weil ich habe ja damit auch schon mal meinen Rechner zerschossen mit einem BIOS-Update. Und deswegen, also zunächst mal, Olli, sorry, aber das war einfach dein Fehler, weil du musst auf alle Buchstaben im Mainboard achten. Das ist einfach so. Also wenn du ein BIOS-Update machst, du musst immer ganz genau drauf schauen, dass du das richtige Update kriegst. Sonst sei froh, dass der das nicht installiert hat, weil wenn der das irgendwie nicht gecheckt hätte und doch installiert hätte, dann wäre nämlich wahrscheinlich noch mehr kaputt gegangen. Und viel Spaß damit, falsche BIOS-Updates wieder runterzubekommen, weil ich hatte mal eins drauf bei mir eben, was dann
nicht mehr irgendwie für den Prozessor, für den alten Prozessor geeignet war, den ich hatte oder so, weil das Update dann die nicht mehr unterstützt hat oder irgendwas. Und es war einfach, es war furchtbar. Ich hatte echt, also ich habe ewig viel Zeit dann damit verbracht, dieses Update wieder rückgängig zu machen irgendwie. Und ich glaube, also der Nino kann mich dann das nächste Mal schelten, wenn ich falsch liege, aber ich glaube mich zu erinnern, dass er auch schon mal gesagt hat, selbst er, der absolute Hardware-Crack hier, macht BIOS-Updates nur, wenn es absolut nötig ist. Weil die, du hast so viele Fehlermöglichkeiten, dass Sachen dadurch kaputt gehen können. Ja. Deswegen empfehle ich jedem Hörer, BIOS-Updates wirklich nur dann zu machen, wenn ihr es machen müsst. Und ansonsten, wenn es, solange das BIOS funktioniert, lasst das BIOS einfach nur. Richtig. Ich tatsächlich genauso. Stimme dir da dabei zu, Tobi. Es war ein bisschen ungeschickt. Hätte man ein bisschen schlauer machen können. BIOS-Updates sind ja auch so mega empfindlich. Ja? Ich habe jetzt, glaube ich, in meiner PC-Laufbahn habe ich jetzt, also es waren bestimmt schon locker mehr als 10 BIOS-Updates, die ich gemacht habe. Ich habe auch ab und zu mal Situationen gehabt mit dem richtigen BIOS, dass nichts passiert ist und du einen schwarzen Bildschirm behalten hast. Das System dann aber trotzdem irgendwann hochgefahren ist. Also du kannst mehr zerschießen als besser machen. Und wie sagt man ja so schön, never change a running system, ne? Also wenn du das BIOS-Update nicht zwingend brauchst, lass die Finger davon. Wenn nicht gerade irgendwie eine neue CPU-Generation kommt, die dein Mainboard noch nicht unterstützt, wenn du es drauf gebaut hast, dass du deinen Rechner quasi nicht zum Laufen kriegst, und ansonsten sei vorsichtig. Was ich gut finde, dass viele Mainboard-Hersteller inzwischen quasi diese softwareseitige Update-Tools anbieten. Habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem, ich habe mir einen Fertig-PC gekauft, der jetzt aktuell noch rennt von HP. Da habe ich tatsächlich auch schon 2 BIOS-Updates machen lassen. Das ist natürlich extrem komfortabel. Ja, dass du quasi über die Software, ich weiß nicht, wie er das umsetzt, weil du ja keinen USB-Stick oder sonstige Sachen verwenden musst, hat er das BIOS-Update geladen, geupdatet. Beim Bootvorgang siehst du, wie er das alles geflasht hat, und Rechner hochgefahren, fertig. Das ist natürlich mega komfortabel, aber also da muss man echt vorsichtig sein mit. Und das ist eine Software des Bordherstellers oder eine externe Software? War direkt, also mein PC aktuell ist ja von HP, und das war dann quasi so eine Smart Suite, die da dann Treiber-Update macht, Software-Updates und genauso das BIOS-Update unterstützt. Ah, okay. Ja. Ja, das ist cool. Also du startest die im Windows oder sonst wo und dann lädt er das alles runter wahrscheinlich automatisch, und beim nächsten Neustart flasht er dann und ja, genau. Das ist cool. Okay. Ja, stimmt. Jo, aber wie gesagt, also nur, wie du sagst, eben nur, wenn man irgendwie einen neuen Prozessor einbaut, der halt von der alten BIOS-Version nicht mehr unterstützt wird oder so, dann hast du ja keine Wahl, dann musst du es halt richtig machen. Aber solange es läuft. Ich wollte gerade sagen, eigentlich nur bei Hardware-Inkompatibilität, dass man dann irgendwie zu einem BIOS-Update greift. Aber ansonsten Finger weg lassen. Solange das System läuft, lass es laufen. Ja. Ja, ich hatte es bei mir tatsächlich mal gemacht, weil das war, als ich Assassin's Creed Odyssey damals gekauft habe. Und es lief nicht, als es ganz neu war. Und mir wurde vom Ubisoft-Support empfohlen, das BIOS abzudecken und zu gucken, ob es dann geht. Interessant. Die Penner, echt. Ja, und dann habe ich das halt gemacht und das hat mir dann alles zerschossen. Oh je. Also eigentlich müsste ich fast Ubisoft verklagen. Aber, ja. Ja, ich glaube, die schieben vom Support erstmal alles von sich weg, solange sie können, ne? Also da wird erstmal alles abgefragt. Genau sowas. Ja, es war irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas war drauf auf dem Mainboard, irgendein Netzwerkchip oder so. Und dann meinten sie so, ja, der kann da irgendwie für Interferenzen sorgen, bla bla bla. Ja, genau. Ich war jung und unschuldig und brauchte das Geld. Ich wollte es gerade sagen, ich hatte mit Olli im Chat auch im Discord nochmal eine andere Diskussion mit, ne, dass der Service Desk oder die erste Instanz einem ja gerne dazu redet, lehr doch mal deinen Cache. Ne? Das kann ja schon mal Probleme lösen. Ne? So, ja, bei dir war es dann halt das BIOS-Update und naja, verschlimmbessert. Ja. Ich kann's ja nachvollziehen, ja, dass so Support-Leute erstmal diese ganzen Sachen halt abklopfen, weil ich glaube, es gibt auch wirklich viele User, die das halt nicht selber machen oder da nicht selber drauf kommen, und dann, das ist halt typische Problemlösung. Du musst halt erstmal alles so abklopfen, was irgendwie sein könnte. Aber BIOS-Update hatte ich vorher auch noch nie gehört, dass mir das irgendjemand empfohlen hätte, und es war im Nachhinein auch tatsächlich die falsche Idee.
Ja, ansonsten hat er noch erzählt von Tell Me Why. Hat das jemand von euch gespielt? Du nicht, Tobi, ne? Nee, Tom? Ich auch nicht. Ich fand ganz interessant, was er erzählt hat. Das klang ja ganz gut. Und trotz des eher außergewöhnlichen Settings doch als wäre es eine gute Geschichte. Ich muss sagen, ich kenne mich mit den ganzen Don't Not Games nicht aus. Also ich kenne das hauptsächlich aus der Außenperspektive und hack ein bisschen drauf rum. Und wenn ich dann noch was höre, wie der Christian Dörre sich darüber lustig macht, dann bin ich begeistert. Das ist so, was ich davon kenne. Also du willst es hassen. Ja, quasi, genau. Ich will gar nicht mehr drüber wissen, denn ich will es ja weiterhin hassen. Ja. Das ist richtig. Ja, ach so. Ja, ich müsste erst nochmal Life is Strange müsste ich erstmal durchspielen, bevor ich mit irgendwas anderem anfange. Ich habe, das ist auch auf meiner Liste von den 60 Spielen, die jetzt als Generator ausgewählt werden können. Oh ja. Ja, Life is Strange ist auch auf meiner Liste. Teil 1 und 2. Irgendwann mal angefangen und irgendwann den Weg verloren. Naja, Hauptsache ihr habt sie in der Bibliothek, dann ist ja alles gut. Richtig. Das ist auch das ist meine Einstellung. Nice to have. Genau, besser haben als brauchen. Ja, okay. Vielleicht ganz kurz noch eine Sache, da wir eigentlich aus dem PC Games Forum entsprungen sind, da haben die ja jetzt die neue Forum-Software endlich draufgespielt. Und können wir vielleicht einmal kurz drüber sprechen, Tobi, habe ich mir gedacht. Wie gefällt es dir so? Bist du zufrieden? Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und zwar vor allen Dingen aus dem Grund, dass man jetzt endlich Bilder ordentlich einbinden kann in dieses verdammte Forum. Weil es war ja früher so, dass man nur aus irgendeinem Grund nur Bilder von Imgur einfügen konnte, also von der Seite Imgur. Und jetzt kann man Bilder von allem Möglichen einfügen und es scheint zu funktionieren. Also zumindest hatte ich jetzt seit der Umstellung keine Probleme mehr damit. Und das ist schon mal cool. Und ja, so vom Look her und so finde ich es okay. Also ich finde es jetzt auch nicht super, muss ich sagen, aber es ist auf jeden Fall ist gut. Es gibt einen Dark Mode, was sehr schön ist. Und sie haben meine alte Aktivitätenseite, wo ich echt Angst hatte, dass sie die rausschmeißen, weil ich anscheinend so von dem, was ich von Unterhaltungen mit anderen Leuten mitgekriegt habe, bin ich anscheinend irgendwie so der Einzige, der die cool findet. Alle anderen finden die total scheiße und benutzen die nicht. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass die wegfällt jetzt. Aber nein, die gibt's noch und ja, ich bin happy. Ja, tatsächlich sind die meisten Kernfunktionen aus dem alten auch noch vorhanden, ne? Also so viel hat sich in dem Sinne gar nicht geändert. Also ich finde halt, optisch ist tatsächlich mehr, was anders ist, finde ich, als jetzt wirklich von den Funktionen. Klar, die Funktionen sind teilweise anders angeordnet und irgendwie anders zu finden und haben andere Icons, aber prinzipiell, meiner Erfahrung nach, kann man das meiste immer noch nutzen, was man vorher auch schon hatte. Das ist ganz angenehm. Ja, und es gibt ein paar neue schöne Sachen, finde ich. Also zum Beispiel, früher konnte man ja nur liken, beziehungsweise den Gefällt mir-Klick geben. Und jetzt kannst du zum Beispiel verschiedene Reaktionen machen, also du kannst liken oder kannst so ein Haha-Ding machen oder, weil das finde ich ganz gut, weil es war früher schon oft so, dass man Posts gelesen hat von Leuten, die irgendwas geschrieben haben, mit dem man zwar übereingestimmt hat und zugestimmt hat und eigentlich darauf reagieren wollte, aber jetzt nicht gerade mit einem Like, ja, sowas wie keine Ahnung, es sind gerade 50 Leute irgendwo gestorben oder so, ja, da will ich jetzt kein Like drunter setzen. Sondern lachen mit Smiley, ja, das ist verständlich. Genau, und jetzt kann man halt auch so ein, keine Ahnung, kann man halt auch anders reagieren. Finde ich ganz nett. Ja, okay. Das ist immer ganz schön. Ja. Also so Kleinigkeiten halt. Genau, also wir sind bisher zufrieden. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Gut, das nur kurz dazu als Side Note. Und dann kommen wir jetzt kurz zu der Verlosung. Zum einen, die letzte Verlosung hat der Sterling gewonnen auf dem Discord. Und zwar war das ja Call of Duty Black Ops Cold War. Und da war ja so ein bisschen unklar, ob man den Code einlösen kann oder nicht, da er mit meiner Grafikkarte kam und ich das ja über seinen Account machen musste. Aber es hat tatsächlich funktioniert und er kann es spielen. Ja, das war sehr gut. Auf jeden Fall hat mich ein bisschen beruhigt. Und dann haben wir noch eine andere Verlosung, die aktuell läuft. Noch bis zum 26.02. könnt ihr auf dem Discord Hellblade Senua's Sacrifice gewinnen, einen Steam Key. Und der ist gesponsert von Rocco. Ja, auch ein sehr schönes Spiel. Ja, das stimmt. Also was ich davon gesehen habe, sehr cool. Ja, dass ich auch angespielt habe und das auch in den 60 Spielen meiner Umfrageliste. Ja, ich merke schon, wenn du jetzt jeden Monat eine Liste machst, dann hast du noch lange zu tun. gut, dann wäre normalerweise das Hörerfeedback dran, aber da haben wir diesmal nichts. Deswegen kommen wir direkt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist zum einen der Jan. Hallo. Und zum anderen der Nino. Servus.
Jo, ja, wir sprechen heute ein bisschen über andere Sachen, über Gadgets rund um den PC, wenn man das so sagen kann, oder Helfer am Arbeitsplatz, beziehungsweise Spieleplatz. Aber erstmal wollte Jan was erzählen, und zwar hast du dir eine neue Tastatur gestellt, Jan. Ja, das habe ich. Ich wollte es nicht zwangsläufig erzählen, aber du hast ja irgendwie so ein gewisses Interesse an Tastaturen entwickelt und deswegen muss ich das jetzt tun. und zwar hatte irgendjemand mal im Hardware-Channel die, ich glaube, die Razer Huntsman V2 verlinkt, und die hat quasi optomechanische Schalter, das ist einigermaßen neu, und die wirbt damit, dass es analoge Switches gab. Und da fiel mir ein, dass es doch irgendwie vor ein paar Jahren so ein Kickstarter-Projekt gab von einer niederländischen Firma, die heißt Wooting. Und die haben das quasi gekickstartert und die haben dann quasi auch solche optischen Switches verbaut. Und in der ersten Generation dieser Switches waren das noch von FlareTech, also FlareX-Switches. Und die hatten dann einmal lineare und einmal taktile. Und dann haben die quasi aus den letzten 2 Millimeter, also optisch heißt, du hast quasi so ein Lichtmodul. Und optisch heißt aber auch, du hast einen gewissen Bereich, den man quasi festsetzen kann. Das heißt, du kannst deinen eigenen Auslösepunkt definieren innerhalb dieses optischen Bereichs. Du kannst aber auch den vollen optischen Bereich nehmen, um daraus diese analogen Switches zu machen. Und das Spezielle an dieser Wooting-Geschichte ist, dass die Tastatur quasi gleichzeitig auch ein Gamepad ist. Also das heißt, sobald man die umstellt und dann auf W drückt, hat man quasi das gleiche, wie wenn man mit dem Gamepad den Trigger drückt oder halt nach den Stick nach vorne tut. Und bei der ersten Generation haben die noch ein bisschen dran rumgebaut. Wie gesagt, man hatte nur 2 Millimeter eigentlich Raum für diese Analoggeschichte oder halt für diese optische Strecke, die man da belegen kann. Und dann haben sie irgendwann mal unterwegs, das ist gar nicht so lange her, die eigenen sogenannten Lecker-Switches entwickelt. Das ist dann, glaube ich, so eine Eigenentwicklung. Weiß ich jetzt nicht, muss ich gucken. Und der Punkt ist aber, du hast dann nicht mehr so eine 2 mm Dead Zone, sondern die ist dann einigermaßen kurz, also irgendwie 0,2 mm. Und die restlichen 4 mm hat man quasi Spielraum im optischen Bereich. Also das heißt, man kann sich den Auslösepunkt halt irgendwie auf 0,4 setzen oder auch auf 3,6 und kann man dann entweder wird die sofort ausgelöst oder halt erst, wenn man ganz unten ist. Und oder du nimmst halt diese analogen Geschichte, also sprich, du hast halt dann so knapp 4 mm Hub, den man quasi ansetzen kann, um halt daraus, wie tief man die Taste drückt, desto mehr wird quasi der emulierte oder halt der Gamepad-Input von dem Stick gesetzt. Und dazu gibt's ein sogenanntes Wootility, das ist quasi eine Software, und die hat dann noch so diese Eigenart, dass man sich den Kram auch noch so programmieren kann, wie man lustig ist. Also man kann zum Beispiel mehrere Auslösepunkte haben. Also wenn man ganz am Anfang macht, dann ist es nur W, und wenn man durchdrückt, ist es W Shift zum Sprinten und so weiter und so fort. Und ich fand es dann irgendwie interessant und dann wollte ich es halt auch haben und damit herumspielen. Deswegen habe ich mir das jetzt gekauft und ich kann dann mal detaillierter berichten, wenn ich die dann habe. Und wenn das auch alles nicht funktioniert mit der analogen Geschichte, habe ich zumindest eine einigermaßen gute Tastatur, weil die Besonderheit von diesen optischen Switches ist halt, dass die halt auch keine Reibungsgeschichten mehr haben, sondern die sind halt einfach smooth. Und weil die halt einfach nur über das optische Signal gehen. Es gibt auch übrigens noch, so vielleicht das noch zum Schluss, so ein paar andere Hersteller, die haben das dann auch schon, also als Wooting damit irgendwie 2016 oder irgendwann um die Ecke kam. Also es gibt, wie gesagt, von Razer, das ist jetzt quasi die neue Variante, aber von SteelSeries, die Apex, die konnte das auch schon. Und ja, das wird einfach eine schöne Spielerei. Ja. Einmal vielleicht noch kurz zum Nachhaken, weil für mich war es relativ schwierig verständlich, was das überhaupt ist. Ich weiß nicht genau, ob ich es bis jetzt so richtig verstanden habe, aber im Prinzip ist es doch so, dass es so ein, optisch heißt, das funktioniert über eine Lichtschranke oder ein Lichtsignal, ne, sozusagen, richtig? Genau. Okay. Und die Idee, oder zumindest wird es ja so beworben, und so haben es auch manche Review-Videos ein bisschen gezeigt, ist ja, dass man zum Beispiel in Rennspielen eben stufenlos lenken kann. Oder wie man es auf der Konsole halt kennt, wenn man GTA spielt und man fängt an mit dem Stick zu laufen, dann läuft er erstmal langsam, und wenn man mehr drückt, dann läuft er halt schneller, und das Ganze stufenlos, während man ja am PC normalerweise nur an oder aus hat. Und das soll so die Revolution sein. Und ja, da gibt es schon ein paar Videos dazu. Ist ja doch ein bisschen gemischt, wie die Leute das da rezensieren, ne? Ja, weil es einfach nicht funktioniert. Also sprich, es fehlt halt einfach die Unterstützung am Markt. Also zum Beispiel, wenn du ein Spieleentwickler bist und du hast sowas wie ein Auto, dann musst du natürlich ein bisschen an die Tastaturleute denken. Und das heißt, da kann ich jetzt nicht jedes Mal das Auto komplett ausbrechen, wenn du irgendwie da die Taste D oder A durchdrückst.
Und deswegen ist halt dann so ein Delay drin und dann geht es quasi erst so langsam, ne? Also vom Lenkrad her. Und du kannst natürlich dann alles mitmachen mit irgendwelchen, weiß nicht, doppelten Auslösungen oder halt mit diesem analogen Weg. Aber zum Beispiel sowas wie Battlefield, dann kann man zwar spazieren gehen, was man sonst nicht kann, aber das ist halt auch egal, weil du willst ja rennen und schießen und nicht spazieren gehen. Also es gibt da nicht so wirklich einen Vorteil. Das ist mir aber auch bewusst. Also sprich, ich bin jetzt eigentlich nur, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen die latente Hoffnung, dass das dann schon mal irgendwie funktioniert, beziehungsweise ein bisschen breitere Unterstützung erfährt, wenn zum Beispiel so eine Firma wie Razer, die ja einigermaßen bekannt ist, da halt auch in den Markt geht. Und dass sich dann quasi da so ein bisschen die Unterstützung bahnbricht. Was aktuell funktioniert, und da ist quasi jetzt auch die Firma, also diese arme kleine niederländische Wooting-Firma, die kommen da aktuell nicht hinterher, das ist nämlich, dass man damit Fortnite diagonal laufen kann. Das kann man nämlich sonst nicht, beziehungsweise man kann halt in unterschiedlichen Winkeln diagonal laufen. Und deswegen sind die ganzen Pro-Fortnite-Spieler quasi jetzt auf diese Tastatur mit den analogen Switches umgegangen, weil du in einem Third-Person-Shooter quasi jetzt nicht einfach nur nach links vorne, sondern quasi so halb nach links vorne oder halt, ne? Mit so einem leichten Shift, und deswegen kann man da halt irgendwie besser bauen und mehr laufen. Ja, wir können ja das Video mal verlinken von diesem Fortnite-Typ, der ist zwar ein bisschen nervig gewesen, aber er schien sehr begeistert. Keine Ahnung, ob er das wirklich schon so abschätzen kann nach einer Runde, aber gut. Hey, wenn man auf jeden Fall. YouTube einfach googelt Fortnite und 360-Degree-Movement oder so, wirst du zugeschissen mit Videos davon. Dann kannst du dir jemanden aussuchen, der nicht ganz so unsympathisch ist. Ja, das ist klar. Vielleicht nochmal kurze Wiederholung, falls ihr das anfangs nicht genau verstanden habt. Die Tastatur heißt, oder die Marke heißt Wooting, W-O-O-T-I-N-G, und das ist die 2HE-Tastatur, die an sich bestellt hat. Was hat sie denn gekostet und wann soll sie kommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 170 Euro oder so, oder 180. Uff, okay, krass. Ja, mein Gott, ist halt eine, ist, wie gesagt, ist eine Spielerei. Ja, ist halt eine mechanische Tastatur mit noch ein bisschen Zusatzgedöns. Also du bist ja, halt gut, dann relativ schnell in irgendeinem Preisbereich. Zumindest kostet sie nicht 270 wie die Razer. Ja, ist halt auch Early Adopter-mäßig, ne? Wenn es das so wenig gibt, dann ist es natürlich noch deutlich teurer. Wenn sich das dann ein bisschen verbreitet auf dem Markt, hoffentlich, dann wird es ja auch günstiger. Genau. Ja, und Versand ist irgendwann ab April oder so. Okay, cool. Ja, danke für den Überblick. Ich bin sehr gespannt. Also wenn du die bekommst, bin ich wirklich sehr interessiert, dass du da nochmal im Podcast was erzählst. Ja, es freut mich, dass überhaupt irgendeine Reaktion auf emotionalen Spektrum von deiner Seite mal kommt. Das ist ganz schön. Das ist ein Novum und wunderschön. Ja, eine etwas andere emotionale Reaktion habe ich zu Ninos Sache, die er sich gekauft hat. Nino, was hast du dir bestellt? Ich habe mir ein autolineares Keyboard gekauft, und zwar ein Plank. Wer nicht weiß, was ein ortholineares Keyboard ist, dort sind alle Tasten gleich groß, haben den gleichen Abstand, und es ist ein Mini-Keyboard. Ich bin normalerweise, also 40%, ich bin normalerweise kein großer Freund davon, aber das geistert schon so lange in meinem Hinterkopf rum, und nachdem Jan sich etwas Schönes gekauft hat, was in mir nicht annähernd so viel Begeisterung ausgelöst hat wie in dir, gedacht, muss ich auch was ausprobieren. Und nichts Krasses. Also ich habe mir halt die Plate und das Case gekauft, ein paar Keil Rosa Switches, also die Silent dazu, und ein paar schicke Ducky Keycaps. Und das werde ich dann einfach mal zusammenbauen und schauen, wie ich damit zumindest in Games umgehen kann. Für den normalen Alltag ist das für mich null, weil halt kein Nummernblock dabei ist. Und ich der festen Überzeugung bin, dass wenn man mit seiner Tastatur arbeitet und irgendwas mit Zahlen zu tun hat, es nichts Schöneres gibt, als einen Nummernblock zu haben. Und das werde ich einfach mal ausprobieren. Das ist ein bisschen ein komisches Layout. Einfach mal ortholinear auf Google eingeben, Keyboard, dann sieht man das. Hat eine Die-Hard-Fanbase, das Ganze. Ich weiß noch nicht ganz so genau, wie das für mich ergonomisch laufen wird. Zum Arbeiten, wie gesagt, wird es nicht sein, aber grundsätzlich schaue ich mir das mal in Games an, wie das so funktioniert. Nochmal kurz zur Erklärung für die jetzt gerade nicht googeln können, weil sie unterwegs sind oder so. Das ist im Prinzip einfach ein Raster, ein Gitter. Also die Tasten sind alle gleich groß, wie Nino schon sagte, und die sind nicht versetzt. Das heißt, man hat nicht über WASD normalerweise diesen Umgriff, sondern es ist alles in einer Linie. Sehr strange auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Wann kommt die bei dir an?
Die kommt bei mir in wundervollen 25 Tagen an. Also ich denke mal so, ja, Entschuldigung, dauert ein bisschen, bis die herkommt, weil gibt's in der guten alten EU nicht so einfach zu bekommen. Also musste ich sie aus einem anderen Land beziehen, beziehungsweise das Kit dazu. Baseplate und Case kommen am 16. März oder sowas sollen die kommen. Mhm. Keycaps und die Switches kommen deutlich eher. Da schaue ich mal. Was halt wirklich auch noch cool ist, dass du halt einfach, oder beziehungsweise was bei der Plate cool ist, du kannst halt alle Switches einsetzen, du musst nichts löten oder ähnliches. Gehen so alle Kyle, alle Sherry, alle Gateron-Switches, die es so auf der Welt gibt. Und da kannst du dich halt durchprobieren. Okay, cool. Gut, ja, das waren die beiden Sachen, eure neuen oder kommenden Tastaturen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, meine Idee, die sich ein bisschen ergeben hat, war, dass wir ein bisschen über Gadgets am Schreibtisch sprechen, die hilfreich sind oder generell Gegenstände. Und wir haben ein bisschen in der Community rumgefragt, um ein paar Sachen rauszufinden, die vielleicht eher ungewöhnlich sind, aber für denjenigen User unverzichtbar. Und wir haben einiges an Sachen zurückbekommen und wir haben da ein paar rausgepickt. Bei mir, und so ist das auch ein bisschen entstanden, die Idee, ist das eine Screenbar. Also das läuft jetzt alles nur im weitesten Sinne unter Hardware natürlich, das ist jetzt keine Hardware-PC. Eine Screenbar habe ich schon seit 2018, nutze ich die Ende 2018. Ist im Prinzip einfach eine Lampe, die man oben auf dem Bildschirm draufklemmt und ja, die dann mit USB betrieben wird. Und das, die Idee ist so, dass es halt eine Beleuchtung ist, die zum einen zwar den Platz erhellen soll, also die Tastatur und so, aber zum anderen nicht auf dem Bildschirm selbst blenden soll. Und die gab es zum damaligen Zeitpunkt, war die relativ neu. Ich hatte die in so einem Review-Video gesehen auf YouTube und hat dumme 100 Euro gekostet, die BenQ Screenbar. Und die ist leider mit einigen Problemen behaftet, sag ich mal. Aber trotzdem hatte ich, über die Zeit habe ich sie als sehr nützlich empfunden und bin froh, dass ich sie habe. Und jetzt habe ich durch Zufall gesehen, dass es einige ja, Konkurrenzvarianten gibt, hauptsächlich aus China irgendwie, von Xiaomi und so. Und dann hatte ich schon mir was rausgepickt und dann hat der Jan noch eine andere gefunden, und zwar die Yeelight Screenbar. Die kostet so 50 bis 60 Euro, je nachdem, welche Variante man nimmt, die Standard oder die Pro. Und zusätzlich kommt noch Steuer drauf, wenn man die aus China bestellen muss. Die ist hier aktuell nicht erhältlich. Und ja, der Vorteil an der Lampe ist noch, dass sie zum einen einen kabellosen Schalter hat. Das war bei der alten Lampe ein bisschen dumm, die ich hatte. Man hatte quasi nur eine Lampe für die Helligkeit und eine für die Wärme oder Intensität des Lichts. Und dann musste man immer quasi so durchcyclen. Also es gab so 8 Stufen, die man einstellen konnte. Und wenn man dann 9-mal gedrückt hat aus Versehen, dann war man wieder am Punkt 1 und musste wieder komplett durchcyclen. Also komplett doof. Und ja, die hat jetzt einen kabellosen Schalter. Die hat vorne auch die LEDs. Was genau ist ein kabelloser Schalter? Ist einfach ein... Ach so, ja, ist quasi so eine Schalteinheit, die halt unabhängig von der Lampe ist, die du auf den Tisch stellen kannst oder so. Und die wird mit was verbunden? Da bin ich exakt überfragt. Da sind Batterien drin, wenn das deine Frage ist. Wie ist die mit der Lampe verbunden? Bluetooth, WLAN, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht tatsächlich. Oh, ich hoffe, da passiert nichts Schlimmes. Habe ich mich noch nicht beschäftigt. Nicht, dass ich da ein Problem kriege. Mal gucken. Nee, ich war einfach nur interessiert. Wenn es halt kein Kabel dran ist, muss es ja irgendwie die Verbindung herstellen zu der Lampe. Und da wäre halt die erste Frage gewesen, wie. Aber okay. Das ist eine gute Frage. Mal gucken. Sehen wir dann, wenn sie ankommt. Die hat LEDs zum einen nach vorne, also wie die alte Lampe, die ich auch hatte, und zum anderen farbige LEDs, die so nach hinten gerichtet sind. Das heißt, man kann wie so ein Backlight den Monitor nochmal quasi, oder beziehungsweise die Wand dahinter noch beleuchten, ein bisschen die Umgebung. Mal gucken, wie das wird. Ich bin ganz neugierig und für ungefähr 50 Euro kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann gibt es eben noch diese Pro-Variante für 60 Euro. Die soll mehr Farbpresets haben. Die soll zu verbinden sein mit der Razer Chroma oder mit diesem Razer Chroma-System. Also, dass man quasi, ich glaube, Tastatur beziehungsweise Hardware damit verbinden kann. Und das soll mit Overwolf auch funktionieren. Das ist bisher alles, was ich weiß. Ich habe mir jetzt nicht so viel dazu angeschaut, aber mal schauen, wenn sie dann kommt. Wie lange das dauert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da habe ich noch keine Versandbestätigung. Und es hieß, das könnte bis 25. März oder so dauern. Je nachdem, glaube ich.
Ich stelle also am Ende fest, dass wir alle drei witzige Sachen bestellt haben, von denen wir nicht genau wissen, wann sie kommen. Ja. Ja, ich glaube, da ist die Corona-Situation, macht das alles noch ein bisschen schwieriger, ne? Das wäre sonst wahrscheinlich einfacher gewesen. Ja. Ja, das Screenbar finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Kann man sich mal anschauen bei Interesse. Dann hat der Vanity was genannt, was bei ihm unverzichtbar ist, und zwar die Hueplay Lightbars. Das sind einfach so ja, schlanke LED-Lampen, so ovale Dinger, relativ hoch, die man entweder aufstellen kann oder irgendwie hinlegen kann oder direkt von hinten an den Fernseher befestigen kann mit so Montagehilfen. Und die machen im Prinzip ein bisschen das, was die Screenbar auch macht, beziehungsweise also halt von hinten so eine indirekte Beleuchtung auch. Man kann das Ganze farblich einstellen, entweder mit Smart Control per App oder ich glaube, man kann das irgendwie auch abstimmen mit so bestimmten Presets, aber ich habe mich da jetzt nicht so extrem reingelesen. Aber kann man sich mal anschauen. Also er meinte, für ihn ist es auf jeden Fall cool. Hue Play Lightbars. Und dann habe ich noch bei mir auf der Liste gehabt, einen Ergotron nutze ich, also einfach so Monitorarme. Und da vielleicht erstmal an euch die Frage, was habt ihr denn da so? Habt ihr eure Monitore auf dem Tisch stehen? Habt ihr irgendwelche Befestigungssysteme? Was macht ihr? Also ich habe gerade, dazu kommen wir später nochmal, ich habe gerade umgebaut. Und dadurch, dass ich zwei bzw. drei relativ große Monitore benutze, gibt es einfach keinen Dreifacharm. Das habe ich ja ich probiert mit verschiedensten Möglichkeiten und selbst die, die für die Zollgröße und die das Gewicht meiner Monitore haltbar angegeben worden sind, schaffen das einfach nicht. Habe ich köstlich bis zu 250 Euro für lustige Dreifachhalterungen ausgegeben, was meiner Meinung nach in keinem Verhältnis dazu steht, was ich dafür bekomme. Und am Ende sitze ich aktuell vor drei Halterungen, zweimal die gleiche. Das ist eine völlig einfache Newer-Halterung, die es auch von Amazon Basics gibt für die beiden äußeren Monitore, die am Tisch festgeschraubt wird und mir die Möglichkeit gibt, die Monitore halt so nah wie möglich an die Wand ranzubringen. Und in der Mitte mein Ultra-Widescreen, was ja immer so ein bisschen die Problematik ist, warum die Dreifachhalterung nicht funktioniert, weil der Monitor einfach zu groß ist. Die ist direkt an der Wand verschraubt mit einer 15-Euro-Halterung von Amazon Basics, die halt ja einen Zentimeter von der Wand wegbringt und ich einfach die größtmögliche Fläche auf meinem Schreibtisch habe, um damit zu arbeiten. Ja, ist halt ein bisschen schwierig mit so einem Ultra-Widescreen wahrscheinlich gewichtstechnisch und von der Stabilität, ne? Das ist halt ein bisschen was anderes als so ein stinknormaler 16:9. Ich meine, die Problematik ist halt auch, dass das Ding, wenn das auf dem Ständer steht, einfach 25 cm von der, oder auf dem originalen Stand steht, einfach 25 cm von der Wand weg ist. Und ich habe schon einen tiefen Schreibtisch, also 80 cm ist mein Schreibtisch tief, aber das steht dann einfach so nah an der, oder so nah an mir dran, dass mich das irgendwie ein bisschen nervt. Und deswegen musste das halt einfach näher an die Wand ran und daher kommt dieses ganze Umbauzeug. Und siehe da, auf einmal habe ich Platz auf meinem Schreibtisch und der wird nicht nur ausschließlich okkupiert von Monitoren. Das ist eine hervorragende Angelegenheit. Aber wie gesagt, die ganzen Stands haben vielleicht 55 oder 60 Euro zusammen gekostet, sind halt nicht ganz so variabel. Die beiden rechts und links sind ganz einfache Säulen, die lassen sich hoch, weit kippen und so weiter, aber jetzt halt nicht dreidimensional im Raum bewegen. Ja, ich glaube, irgendwann ist es auch nicht mehr so sinnvoll. Ne? Also du hast ja deine drei Monitore, die ja eigentlich aufeinander abgestimmt sind von der Ausrichtung und da hilft dir, glaube ich, diese Flexibilität in dem Fall gar nicht mehr so viel. Nö, das ist so korrekt. Ja. Jan, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch irgendwelche Monitorhalterungen? Ja, bedingt dadurch, dass ich quasi mal einen 27 mit Kathodenbeleuchtung Dell hatte aus dem Jahr 2011, der irgendwie ohne Fuß schon 11 Kilo wiegt. Ich habe so einen Doppelarm mit Gasfeder und das war dann quasi jetzt nicht das ganz billigste Modell, sondern wegen der Kiloauslastung und das hat auch funktioniert. Aktuell habe ich so einen LED-Monitor drin
Und was ich eigentlich nur festgestellt habe, diese Doppelarme, also wenn man quasi zwei relativ kleine Monitore hat, also so 27 Zoll oder so, ist das alles ganz schick. Und aber sobald man quasi einen relativ großen Monitor hat, ich habe jetzt einen 32 Zoll Monitor in der Mitte und daneben so ein 24 Zoll 16:10 Dell, der hochkant ist, da ist man in der Regel mit zwei Einzelarmen, finde ich, besser bedient. Also ich habe im Büro, habe ich zwei WQHD-Monitore, 32 Zoll, der eine ist hochkant, das ist ein riesiger monolithischer Blob quasi. Und da habe ich tatsächlich mir zwei Einzelarme statt eines Doppelarms geholt und habe die dann, weil man einfach da mehr Spielraum hat. Mit dem Doppelarm ist man immer, wenn man so einen großen zentralen Monitor hat, dann reicht der andere Arm halt nicht weit genug, um den dann einen anderen großen Monitor noch daneben zu packen. Das gebe ich einfach nur mal so als Hinweis. Ansonsten hatten wir ja noch diese, ich sag mal, Community-Aufruf, der hatte sich irgendwann in so einen Bilder-Thread verwandelt mit zeigt her eure Schreibtische. Und wenn man denn einen Monitor hat mit einer VESA-Halterung, also VESA-Vorbereitung, also diese Bohrung hinten dran, 10 auf 10 Zentimeter, dann kann man durchaus mal drüber nachdenken, wenn man eh so ein bisschen Platzproblem hat, einfach sich so zumindest mal so ein Amazon Basic, so einen billigen Monitorhalter zu nehmen, um halt von dem Fuß wegzukommen, weil dann kann man auch Sachen unter dem Bildschirm, so Papier und so weiter, hinlegen. Und es sieht halt einfach schick aus. Ja. Also es ist sehr platzsparend auf jeden Fall und es ist angenehm beim Saubermachen. Nicht, dass ich das aufmachen würde, aber man hat auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Und man ist ja auch nicht unbedingt auf so eine Tischhalterung angewiesen. Also es gibt ja verschiedenste Alternativen. Es gibt irgendwelche Klemmen, die man am Tisch anbringen kann. Man kann bohren, man kann aber auch alternativ in der Wand mit so einer Fernseherhalterung oder so. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Sachen und je nachdem, wie man da Platz hat und Möglichkeiten, kann da eigentlich, denke ich mal, jeder was für sich finden. Und das ist eine relativ kostengünstige Sache, finde ich. Also je nachdem, was man kauft natürlich, aber ja, das ist Quality of Life. Also ich finde, wenn man, das war so ein bisschen die Idee von dieser Sache, ja. Also Sachen besprechen, wenn man die einmal hat, die will man nicht mehr missen. Und das fällt für mich auf jeden Fall zu 100% darunter. Das ist so viel angenehmer, sowas zu haben, ja. Ich erzähle noch kurz, was ich habe. Ich nutze so einen Ergotron Doppelarm, LX Dual heißt der. Das ist quasi, den kann man auch anschrauben oder klemmen, aber ich habe das mit einer Schraubung gemacht, also gebohrt und dann in den Tisch rein. Und das sind halt zwei Arme, die an einem Ständer sind, die man dann sehr flexibel bewegen kann, also auch mit Hochkant drehen und so. Ist ein super gutes System, aber wenn ich ehrlich bin, nutze ich das jetzt nicht so extrem aus. Also ich habe zwei 24 Zoll Monitore, also relativ klein. Das heißt, es macht es ein bisschen angenehmer, die noch umzubuxieren. Und ich habe halt einen einfach von drei Formen, den anderen habe ich immer ein bisschen gewinkelt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich versuche, das als Dual-Monitor selber zu nutzen, sondern es war immer von vornherein so konzipiert. Der eine ist halt der Main-Monitor, da wird gespielt und der andere ist wirklich nur, um andere Sachen drauf zu haben oder als Arbeitsplatzbildschirm für den zweiten, ja, für mehr Platz einfach. Und das Ding hat tatsächlich 309 Euro, oder kostet aktuell 309 Euro. Ich habe, glaube ich, damals so 250 oder so bezahlt. Das ist schon einige Jahre her. Und ich bin äußerst zufrieden damit. Aber wie ihr schon sagt, man kommt auf jeden Fall auch mit günstigeren Varianten ziemlich weit. Und gerade um das mal auszutesten, kann man ja auch erstmal was anderes nehmen. Super cooles Zeug auf jeden Fall. Also ich habe immer so das Gefühl, die kommen alle aus der gleichen Firma und da schreibt irgendjemand dann einen anderen Firmennamen drauf, den es eigentlich gar nicht gibt. Wenn man einfach so bei Amazon nach Monitorhalterung googelt und man hat jetzt, ich sag mal jetzt nicht einen 34, 38 Zoll Ultra-Widescreen, sondern man hat, ich sag mal, einen normalen Monitor, irgendwie 27 Zoll oder von mir aus also LED-Monitor mit 31,5, das geht auch noch. Die sind nicht so schwer in der Regel. Einfach mal gucken, wie viel der Monitor so wiegt und dann reichen auch so Arme, die irgendwie, weiß nicht, bis 7 Kilo oder sowas gehen oder 6,5. Im Büro habe ich halt, wie gesagt, zwei so Einzelarme, die haben jemals damals 39 Euro gekostet, also irgendwie 80 Euro zusammen. Und die haben aber auch so ein Zwischengelenk und so eine Gasfeder und die kann man sich halt mal einmal zurecht rücken. Aber seien wir ehrlich, also ich, wenn die einmal so sind, wie sie sind, ich fasse die eigentlich nicht mehr an. Also das jetzt nur noch als, wenn man quasi einen Monitor hat, der jetzt nicht irgendwie ultra groß ist und ultra schwer, dann muss man jetzt auch nicht irgendwie all in gehen, was diese Qualität der Halterung angeht. Die funktionieren alle grundsätzlich so. Ja, das stimmt. Ich könnte zu meiner vielleicht noch sagen, ist jetzt individuell, aber ich habe tatsächlich das Problem, dass der Hauptmonitor immer auf einer gewissen Höhe absackt. Also ich glaube, das liegt an der impedanten Screenbar, die noch oben drauf hängt. Das kann sein, dass entweder genau gerade so das Gewichtslimit damit überschritten wird oder dass tatsächlich einfach über die Zeit die Stärke der Halterung nachgelassen hat, also dass die Feder... Ja, im Normalfall kannst du bei einer 310 Euro Gasfeder
da vielleicht auch mal ein bisschen nachjustieren. Da soll es eine Schraube dafür geben. Das hat selbst das 50-Euro-Teil, mit dem ich den 34-Zöller meiner Frau festmache. Genau, das also ist eine das kleine solltest, Imbus. Das sollte irgendwo eine kleine Imbusschraube sein, mit der du das justieren kannst und sicherstellen kannst, dass es halt nicht mehr absackt. Ja, das ist ein guter Hinweis. Dann machen wir das demnächst mal gemeinsam. Cool. Hervorragend. Ich habe noch eine Sache zu den Weser-Mounts zu sagen. Wenn ihr einen Weser-Mount habt oder euch einen kaufen wollt, schaut hinten auf den Monitor und messt nach. Es gibt vier verschiedene Weiten, Abstände für die Weser-Mounts. Bei Computermonitoren ist im Normalfall 75 oder 100 mm der Weser-Mount. Ich war selber erstaunt. Ich habe zwei 28 Zöller von Samsung rechts und links stehen, beziehungsweise hängen, und die haben einen 75er Mount anstatt einen 100er Mount. Das hatte ich bei Monitoren von der Gewichtsklasse noch nie gesehen, dass du halt so einen kleinen Mount hast. Alles, was dann größer ist, gibt 125er und 150er, das ist dann eher für monströse Fernseher oder ähnliches, aber ruhig mal, wenn ihr euch das überlegt, hinten nachgucken und einfach mal mit dem Lineal nachmessen. Eins fiel mir noch ein, und zwar, wenn man diese Weser-Halterung sich anguckt an dem Monitor, ich weiß nicht, wie viele Hersteller das machen, aber LG macht das zum Beispiel ganz gerne, die sind dann so ein bisschen in den Monitor reinversetzt und die haben dann quasi so eine Einsparung und dann ist halt quasi so ein bisschen Plastik drumherum und die Halterung an sich, die ist dann quasi so ein bisschen vertieft. Und es führt bei manchen, also dann guckt halt, wenn ihr so eine Halterung habt, also was ich ausgesucht habe bei Amazon, mal so ein paar Bewertungen durch und gerade auch so Kundenfotos, weil das einigermaßen häufig passiert, dass diese Halterungsvorbereitungen quasi zwar die Lochung korrekt ist, aber die haben dann zu viel Material um die Lochung noch rum, dass die nicht in diese Versenkung passen. Also da einfach mal ein bisschen drauf achten. Wenn das einfach nur Plan bei euch ist, dann ist egal, dann könnt ihr das einfach so nehmen. Okay, guter Hinweis. Ja. Interessant, dass man darauf achten muss, weil ich bin immer davon ausgegangen, okay, Weser, das ist ein Standard, der genormt ist und dann passt doch wirklich alles. Aber okay, anscheinend nicht. Ja, der Lochabstand ist halt genormt, der Rest eher nicht. Bei vielen Curved-Monitoren hast du dann halt auch noch extra Standoffs und so weiter, die das dann nochmal ein bisschen anders machen. Aber im Grundsatz ist zumindest nur der Lochabstand genormt. Das war so für die Hauptsachen eigentlich, die genannt wurden, beziehungsweise die ich als interessant empfand. Ansonsten wollte ich noch sagen, ich bin immer großer Fan davon, Sachen aufzuhängen. Also sei es irgendwelche kleinen Kopfhörerhalter, sei es Kabelhalterungen, sei es Lindy, die Untertischhaltung, die ich hatte, auch wenn die jetzt weg ist. Also solche Sachen finde ich immer sehr cool, aber das, ich finde halt generell schön, wenn man den ganzen Platz spart, dass die Sachen rumstehen, ist immer ein bisschen nervig. Habt ihr noch was ihr nennen wollt? Also ich, Gadgets könnte ich hunderte weitermachen, von meinem KVM-Switch über meinen hervorragenden Mikrofonarm und solche Sachen mache ich mal nicht. Ich würde einfach ganz kurz nochmal ein kurzes Lob an die Community aussprechen. Ich fand es ziemlich cool mit den Desks. Dass mir nicht alle gefallen haben, ist klar, aber es waren wirklich paar meiner Meinung nach ziemlich geile Desks dabei. Ich finde Jans Desk ziemlich cool und einzigartig. Ziemlich gefallen hat mir zum Beispiel auch Mr. Electro Voice Philips Desk. Das fand ich sehr, sehr cool, vor allen Dingen, weil wir auch viele ähnliche, Devices haben. Und das war ziemlich cool, einfach von der Community mal ein paar Desks zu sehen. Das fand ich cool. Ja, ich sehe gerade jetzt Jans zum ersten Mal. Ich hatte das noch gar nicht gesehen. Der ist ja sehr minimalistisch. So ein alter Brocken. Cool, ja. Ja, ich bin halt genügsam. Also dieser Tisch, das ist so ein 300 Jahre alter Eichentisch, den habe ich irgendwann mal in Bonn gekauft. Und der hat die hervorragende Eigenschaft, dass der quasi links und rechts, da wo du diese Säulen siehst, so Schubladen hat. Und die sind halt ungefähr einen Meter tief. Also das heißt, da passt halt jede Menge Kram rein. Und wenn man, weiß nicht, wutentbrannt auf den Tisch haut, dann ist nicht der Tisch kaputt, sondern die Hand. Also ja. Das sind genau die Eigenschaften, die ich mir von jedem Tisch wünsche. Ja, ich fand es auch super cool, die ganzen Bilder, weil es doch immer ganz nett mal zu sehen, wie die Leute so hausen und was sie so machen und wie sie spielen. Das ist auf jeden Fall cool. Ich fand den sehr lustig, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der war, der unter der Treppe war. Das war ein relativ beengter Arbeitsplatz tatsächlich oder Spieleplatz. Aber eine coole Geschichte, dass man sich halt irgendwie trotzdem was sucht, wo man sagt, okay, hier ist mein Platz und hier kann ich in Ruhe trotzdem spielen. Sehr nice. Coole Geschichte.
Von meiner Seite wäre das alles. Oder? Ja, mach deine Abmoderation. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Alles klar. Ich kann nur noch sagen, der Mann mit dem Harry Potter Cave war Sterling. Ah ja, genau. Ja, das war echt ziemlich cool. Gut, dann vielen Dank, dass ihr zugehabt habt beim Hardware-Part. Hoffentlich war für euch was dabei. Vielleicht findet ihr was. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, Jungs. Macht's gut. Tschüss. Reingehauen. Dann kommen wir zu den eigentlichen News. Und zwar zu Six Days in Fallujah. Das ist ein Spiel, das damals schon angekündigt wurde. 2009 war das, glaube ich. Das ist ein taktischer First-Person-Shooter, der 2004 während des Irakkriegs spielen soll. Und das war damals von Konami gepublished, das Spiel. Wurde dann aber eben eingestellt wegen Kritik daran, dass eben diese Ereignisse nachgestellt wurden. Da gab es natürlich von Angehörigen der gefallenen Soldaten und generell von irgendwie politischer Seite und so gab es halt Kritik daran. Und Konami hat angeblich auch diverse Briefe, Anrufe bekommen, dass sie das Ganze doch nicht weiterverfolgen sollen, dass es ganz schlimm wäre. Und daraufhin haben sie es auch eingestellt. Und jetzt, nach so langer Zeit, also 11 Jahre später, kommen die Highwire Games. Das sind ehemalige Bungie-Mitarbeiter vor allem. Oder beziehungsweise von denen wurde das gegründet. Und die haben gesagt, okay, wir greifen das Ganze wieder auf, das Konzept und das Spiel. Und ja, sie wollen das jetzt Ende 2021 releasen. Und das soll halt dann die wahre Geschichte nacherzählen von den Einheiten, die da gekämpft haben, von den Squads. Also auch in dem Trailer kommen diverse der Soldaten dabei, die damals zu Wort, die damals dabei waren. Und man sieht tatsächlich dann auch in dem Trailer, dass die, dass es die gleichen Personen sind teilweise, also dass sie eben diejenigen nachgebaut haben, sozusagen optisch im Spiel. Ja, finde ich ganz interessant, dass jetzt tatsächlich zum einen nach so langer Zeit, was ja doch sehr überraschend kommt, damit hat wohl keiner mehr gerechnet, und zum anderen, dass dann doch so ein kontroverses Projekt auf einmal wieder aufgegriffen wird, was ich nicht erwartet hätte. Was meint ihr zu dem Spiel? Soll ich anfangen? Na klar. Jo. Ich habe ja auch ein bisschen drüber nachgelesen und wie du ja schon gesagt hast, mit den Kontroversen und dass es ja abgebrochen wurde, mehr oder weniger. Ja, ich finde es aber auch interessant, dass jetzt das ganze Spiel und auch die Arbeit an dem Spiel, wie du ja schon gesagt hattest, ist ja glaube ich irgendwie ein Sergeant, der da hauptsächlich zu Wort kommt und von dem auch viel irgendwie zu finden ist, dass insgesamt das ganze Spiel auf Angaben, Informationen, Bildmaterial, Interviews von insgesamt über 100 Statisten bzw. Marines, Soldaten, irakische Zivilisten etc. stattfinden soll. Also es ist schon spannend. Oder dem Aspekt bin ich tatsächlich ziemlich neugierig auf das Game. Mhm. Ja, ich bin bei dem Aspekt sehr skeptisch, muss ich sagen. Weil ich muss bis jetzt immer noch erstmal ein Computerspiel finden, was wirklich irgendwie auch nur im Ansatz sowas irgendwie halbwegs realistisch darstellt. Weil, was halt auch sau schwierig ist, weil es ist halt kein, das würde dann eigentlich keinen Spielspaß bieten. Mhm. Sozusagen, wenn du sowas wirklich mal realistisch darstellen würdest und irgendwie versuchen würdest, wirklich einzufangen, wie ist das für die Leute, die dort unter wirklich übelsten Bedingungen, keine Ahnung, in so einer Schlacht stehen? Und wir haben das schon so oft gehört von allen möglichen Studios. Ich erinnere mich an die verschiedensten Call of Duty-Geschichten, die meinen, sie arbeiten mit irgendwelchen Tier-One-Operatoren und sonst irgendwas zusammen und führen dann immer die Leute auf, die da irgendwie ihren Senf da mit rein haben fließen lassen. Oder hier, könnt ihr euch noch erinnern, hier Breakpoint, wo sie auch in dem ganzen Promo-Zeug immer gemeint haben, ja, hier mit echten Special Ops-Leuten und was weiß ich nicht alles und wird alles super. Und was kommt am Ende immer bei raus? Ja, irgendwie so ein totaler entweder halt ein Call of Duty oder irgendwie so ein ja, halt ein Shooter, einfach ein ganz normaler, wo irgendwie so ein bisschen Blabla drin ist.
Und ich habe, also das müssen sie mir jetzt erstmal beweisen, dass sie das hier anders machen, weil ich glaube es noch nicht. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das wieder, und zwar gerade, wenn es auch noch um so ein Irak-Krieg-Ding geht und so, ich kann mir vorstellen, dass das wieder so ein patriotischer Ami-Gedöns wird, wo dann hier halt ein bisschen dadurch durch was rennen kannst, was eigentlich eine sehr üble Situation war und auch noch eben noch nicht so lange her ist und so, und trotzdem wird es dann schon wieder verpatriotisiert und so. Also davon gehe ich im Moment noch aus. Das, ich bin da sehr skeptisch, ob das wirklich irgendwie das einfängt. Das, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass das okay wird. Also jetzt von dem, wie die das rüberbringen. Also es war ja wohl so, damals habe ich, ich hatte mir so eine Doku angeschaut von 2017 von Gamers, dem YouTube-Kanal. Die machen öfter sowas zur Entwicklung von Spielen und so. Und da haben sie halt erzählt, wie das entstanden ist und wie es dann zur Einstellung kam. Das Ganze verlinken wir auch mal. Und da wurde halt gesagt, dass die Soldaten selbst tatsächlich auf die Entwickler zugekommen sind und gesagt haben, ey, wir würden gerne dazu ein Spiel machen. Beziehungsweise, dass ihr das macht. Und ich hoffe halt, dass das dazu führt, dass das Ganze eben realistischer und weniger mit Hurra-Patriotismus dargestellt wird. Aber du hast natürlich insoweit recht, dass es ein ja Entertainment-Produkt ist. Also sie bewerben es zwar ein bisschen so, oder haben so gesagt, dass sie zum einen quasi so ja bilden möchten ja über diesen Krieg und dass das so dargestellt werden soll. Und gleichzeitig soll man es halt spielen. Das ist eine Erfahrung, die Sinn machen würde. Ja, mal schauen, ob das klappt. Aber ich hoffe, ich würde es ganz gut finden. Es gibt ja echt nicht viele Spiele, die das hinkriegen. Also ich glaube, Spec Ops The Line ist so das Einzige, das mir einfällt, von dem ich weiß, dass gesagt wird, dass das solche Sachen ganz gut darstellt. Ja, aber selbst Black Ops, was wirklich cool ist und wovon ich großer Fan bin, aber selbst das hat einen sehr eigenen Take auf die Sache. Da ist es ja so, dass das hat ja auch ein Call of Duty-artiges Gameplay oder halt im Third Person dann, aber so ähnlich. Und da ist es nur so, dass halt sehr überspitzt, dass du dieses Gameplay halt betreibst und da wirklich Horden von Leuten sozusagen abschlachtest, aber dann Spoiler Alert, sozusagen am Ende mehr oder weniger so diese Message rüberkommt, so warum hast du das jetzt eigentlich gemacht, ja, und das war das Coole an dem Spiel, aber es nutzt quasi dieses übertriebene Haut drauf Gameplay, um dann die Leute im Nachhinein so zum Nachdenken zu bringen, so was mache ich hier eigentlich, und das kannst du ja in dem Fall dann nicht machen, weil du willst ja diese Schlacht irgendwie darstellen, und das müsste eigentlich so eine Art ja Roguelike sein oder so, wo du nur ein Leben hast, und wenn du abgeschossen wirst, wirst du abgeschossen, dann kannst du wieder von vorne anfangen oder so. Das wäre meiner Meinung nach erstmal, und das machen sie bestimmt nicht, hundertprozentig nicht, da wird's Respawn Points geben und den ganzen Krempel. Und ja, also insofern, ich weiß nicht, also uns wurde das schon so oft irgendwie vor die Nase gehalten, sowohl von modernen Szenarien als auch vom Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwas, und noch nie hat irgendjemand auch nur im Ansatz irgendwas gemacht, was in die Richtung auch nur gegangen ist. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht liege ich falsch. Vielleicht wird es ein absolut revolutionäres Spiel. Aber erwartest du denn, oder hast du irgendwie die Vorstellung, dass du quasi so einen Souls-like-Shooter irgendwie präsentiert kriegst? Weil, ich meine, du musst natürlich, also, abgesehen von dem Ami, den ganzen Ami-Kram, aber du musst natürlich irgendwie die Leute auch ein bisschen motivieren, sich da durchzukämpfen. Es natürlich zu realistisch und zu schwer ist, und ja, die Situation, die damals da in diesem Städtekampf irgendwie tatsächlich stattgefunden hat, war schrecklich und schwer und natürlich kacke, was da passiert ist. Aber das, weiß ich nicht, das realistisch und irgendwie gut ins Spiel zu übertragen, also, denn finde ich, ist die Idee dahinter, das Ganze natürlich zu präsentieren, auch für die, die direkt beteiligt waren, und das irgendwie so identisch wie möglich irgendwie wiederzugeben. Naja, also, das ist genau das Problem. Ich glaube nicht, dass die das hinkriegen. Ich glaube nicht mal, dass die das so machen wollen. Die Entwickler nicht. Und ich glaube auch, also zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere an das Breakpoint-Ding. Ich weiß noch, dass da haben sie diesen einen Black Ops-Typen interviewt, der halt irgendwie so und so viele Einsätze tatsächlich auch gemacht hat. Und der meinte dann halt, ja, also das ist schon genauso wie bei uns. Wir müssen uns da auch irgendwie mit was weiß ich, irgendwie dem, was wir da gerade finden, irgendwie durchschlagen und bla bla bla. Und was ist dann? Dann hast du am Ende irgendwie ein total generisches Crafting-System, ja.
Und ich weiß nicht, der Olli hat das mal irgendwann da in der Beta gespielt gehabt und er sagte auch, naja, da ist es dann so, da wird dann zwar gesagt in irgendeinem Dialog, oh, wir haben irgendwie hier nur 2 Maschinengewehre und da kommen jetzt gleich irgendwie 10.000 Leute und dann wird das alles total schwierig, aber gleichzeitig im Spiel, damit die Spielmechanik funktioniert, stehen halt außen 2 Helikopter oder so, damit die Leute dann im Koop das auch ordentlich spielen können. Und ja, und also ich, wie du sagst, wenn du wirklich diese Atmosphäre rüberbringen willst von einer Leben- und Todsituation, von was du halt ja erstmal sowieso nicht kannst, aber wenn du dem nahe kommen willst, dann müsstest du eigentlich Mechaniken einbauen, die wirklich den Spielspaß eigentlich eher im Weg stehen für Otto-Normalverbraucher und höchstens noch eben für sowas wie die Souls-like-Community funktioniert. Und ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Da gehe ich nicht von aus. Und deswegen halte ich das erstmal, so leid es mir tut, wieder nur für ziemliches Marketing-Geschwätz erstmal. Naja, man wird ja, keine Ahnung, wenn es anders kommt, schön. Man wird ja eine Geschichte nacherzählen, die so passiert ist. Ich glaube, es hieß auch, dass das nicht 100% so sein wird, aber dass es zumindest nacherzählt wird. Und da sind ja Leute dabei gewesen, die das tatsächlich überlebt haben und dann da rausgekommen sind. Und wenn du aus deren Perspektive erzählst, dann musst du natürlich einen Respawn einbauen, weil die ja eben auch überlebt haben, so, weißt du. Dann, ja, es kann ja, es, genau, das ist ja eben genau das, was du gerade gesagt hattest. Na, wenn bestimmte Personen, die darüber gesprochen haben, die das live erlebt haben, eben aus dieser Sache rausgekommen sind, verletzt oder wohl überstanden oder wie auch immer, kannst du ja nicht irgendwie, sag ich mal, so ein Permadead einfügen, ne? Aber wenn du denn diese Person spielst oder mit dieser Person diese Geschichte nacherlebst, kann ja für dich die Option nicht der Fall sein, dass du sagst, alles klar, du hast ein Leben, du spielst mit diesem ein Leben dieses Spiel und wenn du stirbst, ja, dann ist das Spiel leider zu Ende, du kannst das Ganze nochmal neu starten und nochmal neu probieren, ne? Ja, aber wieso? Das wäre doch genau, das ist aber doch, dann, das ist doch die einzige Möglichkeit eigentlich, wie du dem Spieler vermittelst, wie sich der Typ gefühlt haben muss, in echt. Weil der hatte auch nur ein Leben. Und bei dem war es sogar noch schlimmer. Der konnte nicht von vorne anfangen, der wäre dann weggewiesen. Klar, ich meine, der hat es am Schluss überlebt. Und das Spiel wird ja auch, nehme ich mal an, dann damit aufhören, dass irgendwelche Leute überleben und du da irgendwie durchgekommen bist. Aber bis du da hinkommst, sozusagen, wenn du wirklich vermitteln willst, dass es einfach richtig übel ist und du eben nicht einfach irgendwo dann nur 10 Meter zurückgesetzt wirst, dann müsstest du das eigentlich so. Ja, das kannst du auch mit anderen Mechaniken umsetzen. Ne? Also keine Ahnung, sei es Panikattacken, irgendwelche Kameraden, die um einen umfallen und irgendwelche Zivilisten, die man erschießen muss, weil man denkt, dass sie eine Waffe haben oder irgendwelche Sachen. Also ich meine, das haben wir schon so oft gesehen und wie viel, also das ist dann, das ist so diese Call of Duty Modern Warfare 2 Skandelchen. Ja, also man muss mal abwarten. Ich habe so ein bisschen Angst und auch Befürchtung, dass das wieder dann, und wenn es dann auch noch wieder total mit irgendeiner patriotischen Army-Geschichte da überladen wird, dann bin ich aber echt sauer, weil ich bin kein Fan von diesen reale Situationen, die vor 10, 15 Jahren passiert sind, jetzt auf einmal in Spiele reinzubringen. Da habe ich lieber eine fiktive Story, so wie in eben einem Call of Duty Modern Warfare oder so. Da macht's dann nichts, wenn das alles so ein bisschen übertrieben ist und so, weil es hat dann ja so sowieso nie statt. Dann ist es halt wie ein James-Bond-Film oder sowas. Und da bin ich immer wesentlich skeptischer bei so Sachen, wenn es schon im Marketing dann auch noch, wenn es jetzt so heißt, ja, wir erzählen das nach, dann habe ich auch wirklich den Anspruch, dass ich sage, okay, dann müssten die das eigentlich auch so überbringen und wenn sie es dann nicht machen, dann finde ich es auch scheiße. Also das ist bei mir so ein bisschen der Unterschied zwischen einem real, so diesem oh, based on a true story Gedöns und einer Sache, wo du einfach sagst, okay, das ist jetzt hier unser, wir haben die fiktiven Amis meinetwegen, die coolen Soldaten und die fiktiven Terroristen und die hauen sich jetzt auf die Mütze. Das ist dann etwas entrückter. Da kann ich da irgendwie mehr für verzeihen in der Sache. Keine Ahnung, das ist meine Einstellung. Ja. Also es ist komplett subjektive Opinion. Ja, müssen wir da mal abwarten. Es ist auf jeden Fall schwierig, das Ganze passend umzusetzen. Mal gucken. Wir werden dann hoffentlich vorher schon oder dann spätestens 2021, Ende des Jahres, wenn es erscheinen soll, mehr wissen, vielleicht spielen wir es ja auch. Mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um CD Projekt Red. Die wurden gehackt und danach erpresst. Das hat sich tatsächlich in einem relativ kleinen Zeitraum abgespielt. Also ist jetzt alles innerhalb von einer Woche. Also nach der letzten Aufnahme war das relativ kurz danach. Und jetzt hat sich da einiges entwickelt. Und zwar hat CD Projekt Red das erst über Twitter geteilt. Mit so einem Schreiben eben und dazu haben sie so einen Notepad-Eintrag gezeigt von eben diesen Hackern, die halt geschrieben haben, Leute,
Wir haben die Codes von Cyberpunk 2077, The Witcher, Gwent und die hatten, glaube ich, auch noch andere Files kopiert, generell halt Sachen aus der Firma, also nicht zwangsläufig mit Spielen zu tun haben. Und wenn CDPR da nicht sich bei denen melden würde, um quasi eine Einigung zu erzielen, dann würden die innerhalb von 48 Stunden die Sachen veröffentlichen. Oder nach Ablauf von 48 Stunden. Und CD Projekt Red hat aber direkt von Anfang an geschrieben, ey, wir gehen darauf nicht ein, ja, wir verhandeln nicht mit Terroristen, wenn man so will. Und ja, dann kam es, wie es kommen musste tatsächlich. Und der Gwent Source Code wurde daraufhin geleakt, veröffentlicht in den einschlägigen Foren. Und danach wurde dann tatsächlich gesagt, okay, wir haben hier die ganzen Codes und wir möchten die jetzt versteigern, also von diesen Hackern. Da wird davon ausgegangen, dass es eine Gruppe sein kann, die sich Hello Kitty nennt, ist aber nicht bestätigt. Und da hieß es, entweder es gibt $1 Million Mindestgebot, also für alle, für das Gesamtpaket, also wie gesagt, Cyberpunk, Witcher und Gwent, Source Codes und dazu halt noch irgendwie Personaldata, blablabub. CDPR. Im Bundle. Hm? Im Bundle. Sozusagen. Genau, richtig, ja. Und CD Projekt Red hat sich schnell bemüht zu versichern, dass Spielerdaten nicht betroffen seien. Na gut, kann man jetzt glauben oder nicht, keine Ahnung. Ja, dann hieß es halt, wie gesagt, im Bundle $1 Million als Mindestgebot oder aber $7 Million Sofortkauf. Also ein ordentlicher Schnapper. Und dann ist am 12.12. tatsächlich die Auktion beendet worden. Es wurde auch gekauft, aber der Kaufpreis ist unbekannt. Also da wurde nicht bekannt gegeben, was dafür erzielt wurde. Aber der Käufer hat wohl gesagt, dass er die Daten nicht veröffentlicht wird und veröffentlichen wird und auch nicht weiterverkaufen wird. Also ein Samariter? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum er die kaufen sollte und die dann in den Schrank legt. Ich meine, es könnte natürlich jetzt sein, dass er ein eigenes Spiel darauf aufbauen will oder dass er, keine Ahnung, sich einfach dafür interessiert, was die so arbeiten, aber so viel Geld dazu investieren, da würde ich jetzt nicht von einem Privatkäufer einfach nur ausgehen. Ja, oder es war CD Projekt selber. Hm. In anonymer Form. Das wäre natürlich ziemlich smart, ne? Die Frage ist, was sie an Lösegeld hätten zahlen müssen. Wahrscheinlich mehr. Naja. Gar nicht mehr schlecht. Na, und ich habe mich währenddessen so ein bisschen gefragt, wie schlimm ist das wohl für CD Projekt, wenn die Daten veröffentlicht werden? Weil die Spiele sind ja schon erschienen. Die haben, klar, die haben immer tolle Stories in ihren Spielen und erzählen tolle Geschichten. Aber jetzt auf technischer Ebene, gut, die Grafik ist natürlich toll, aber meint ihr, das ist so ein krasser Verlust für die, dass das nach außen gedrungen ist? Das habe ich mich... Also zwei Sachen. Erzähl mal. Zwei Sachen dazu. Das eine ist, also ich finde technisch, jetzt abgesehen von den Bugs und abgesehen davon, dass es auf der PS4 nicht ordentlich läuft, ist Cyberpunk schon ein außergewöhnlich gutes Spiel. Du musst mal überlegen, was alles dargestellt wird und gerendert wird und so. Und dabei hast du immer noch, auf dem PC zumindest, sehr schnelle Ladezeiten. Ich hatte für die Grafik eine sehr gute Performance auf meinem Rechner. Also am PC ist die Technik schon top-notch, finde ich. Da kannst du eigentlich nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so ist. Sondern also für das, was es darstellt und für das, was es kann, ist es schon eine gute, ich weiß nicht genau, wie die da alles mögliche streamen und so, aber ich finde, die Ladezeiten waren kürzer, noch fast als beim Witcher 3 teilweise bei mir, und ich hatte jetzt keine großen Ruckelorgien oder sonst was ich dann zum Beispiel bei sowas wie Assassin's Creed Valhalla oder so schon eher mal hatte. Also finde schon, dass das technisch gut ist, das ist das eine. Ob es jetzt wirklich jemand dann verwenden würde oder könnte, ich weiß auch nicht, wie das dann abläuft mit Patentierungen und sonst wie und bla bla bla. Weiß ich nicht. Und das andere, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ist die Frage jetzt, wie ist das für CD Projekt mit Security-Problemen? Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei sowas wie Gwent, was ja ein Online-Spiel ist, wenn einer den Quellcode hat, ich weiß nicht, ob das irgendwie einfacher machen würde, vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken zu finden, die vielleicht so ohne weiteres jetzt nicht sichtbar wären oder so, dass dann CD Projekt selber auch noch mal tierisch aufpassen müsste, dass da auch wirklich nichts drin ist, was irgendjemand irgendwie ausnutzen kann. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch irgendwie eine Rolle spielt, dass du irgendwie dann deren Security irgendwie umgehen kannst oder so. Das weiß ich aber nicht. Das war nur so eine Überlegung von mir zu sagen, okay, hey, wenn der Quellcode bei jemand anders liegt, dann
würde ich mir zumindest mehr Sorgen machen, dass dann da irgendjemand dran rumfriemelt und irgendwie rausfindet, wie er sich am Ende bei meinen Gwent-Spielern oder so irgendwie, dass er sich einhacken kann oder sonst irgendwas. Aber da, keine Ahnung, da habe ich nicht genug technische Expertise, um zu sagen, ob das wirklich so ist. Ja. Dom, wie schätzt du das ein? Kannst du da, hast du da irgendeine Idee? Ja, einmal deine Meinung. Das ist natürlich mit dem Sinn, der dahinter steht, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, während ich die Sachen so ein bisschen gelesen habe. Ist die Frage, genauso wie Tobi gerade gesagt hat, es sind ja alles veröffentlichte Sachen, bis auf Gwent, was natürlich ein Online-Spiel ist, sind das natürlich alles schon Produkte, die alles schon released sind. Wenn du natürlich irgendwas klaust, was noch nicht veröffentlicht wurde, was irgendwie, sagen wir mal, abgesehen davon, dass Cyberpunk natürlich geil ist, innovative und geile Neuerungen ankündigen, die du dann irgendwie abkupfern kannst, oder kannst die Technik, vielleicht kann man die Technik oder die Programmiertechnik der Grafik auch irgendwie anders anwenden. Es muss ja nicht unbedingt in der PC-Branche sein. Es kann natürlich auch irgendwo anders in der Technikbranche sein, dass man diese Sachen irgendwie verwenden oder umsetzen kann. Aber wo der Zweck dafür steht, oder beziehungsweise wo der Sinn für den Käufer dahinter steht, sich den ganzen Kram zu erwerben, ja. Das ist, irgendwie ist das alles noch nicht so schlüssig für mich. Ja. Irgendwie ist es interessant, dass der Source Code quasi von dem Spiel wirklich Millionen bringt, verkaufe. Natürlich steckt da ein Berg an Arbeit hinter. Und dann musst du natürlich auch Leute haben, die eben mit diesem Quellcode dann auch arbeiten können. Ne? Die daraus quasi irgendwie effektiv irgendwas machen können. Da ist die Frage, da ist eben die Frage, was kann man damit machen? Was bringt es anderen Leuten, diesen Quellcode zu kaufen? Schön für die Hacker, dass sie da irgendwie Daten geklaut haben, aber ja, ich weiß nicht, ich bin dem Ganzen noch ein bisschen skeptisch. Irgendwo neugierig, aber irgendwie skeptisch gegenüber. Ja. Ich meine, wir müssen das natürlich alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Es gibt ja jetzt irgendwie nicht, der Käufer hat sich ja nicht offiziell geäußert oder so. Das wurde auch irgendwie außerhalb dieses Versteigerungsforums verkauft. Deswegen ist das alles nicht so ganz nachvollziehbar. Naja, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es so stimmt, genau. Ich kann ja mal ein gefährliches Gerücht einstreuen, weil ich habe ja auch diese tolle Textdatei gesehen, ne? Und ich fand's so ein bisschen ironisch. Bin ich erst heute so ein bisschen drauf gekommen. Steht ja drinne, CD Projekt Red, you are epically pawned. Und dann irgendwie das epically ist ja groß geschrieben. Na, ich weiß ja nicht, mit epic und okay. die Konkurrenz. Die Konkurrenz. Man weiß es nicht. Ja gut, ich meine, sie haben sich angeblich PUBG geklaut von Epic, dann ja, vielleicht machen sie das so, ja. Vielleicht bieten sie demnächst die und Engine Epic an. Ja. Ja, eben, Epic könnte auch endlich mal eine ordentliche Engine gebrauchen. Ich meine, was machen die da schon? Die haben ja nichts. Ja, also mal gucken, ob da was nachkommt. Aber es wirkt jetzt schon so, als wäre das tatsächlich innerhalb von einer Woche durch. Mal schauen. Oh. Hier, außerdem, ne? Kommen wir später noch drauf, aber hier der Quellcode von CD Projekt wird geklaut und so, ne? Und ein paar Tage später kommt Epic an mit ihrem neuen Charakter-Editor-Dingen. Siehst du, alles mit Sinn, ne? Möglich, ja. Kann man in die, hier kann man bei dem neuen Charakter-Editor von Epic Geschlechtsteile kriegen? Das wäre der Dead Giveaway. Ja, wenn es drei sind, dann weiß man, ja, es ist geklaut von Cyberpunk. Ja, pass auf, dann genau. Nehmen wir das Thema doch jetzt direkt auf. Greifen da auf. Und zwar hat Epic ein neues Projekt vorgestellt namens MetaHuman. Und zwar ist das ein Charaktereditor, der im Browser funktionieren soll, also in den ganzen gängigen. Und das ist aktuell schon nutzbar als Early Access Variante im Epic Games Launcher. Dazu benötigt man die Unreal Engine 4.26.1. Da gibt es so eine kleine Testversion, aber da sprechen wir gleich noch kurz drüber, über unsere Erfahrungen damit. Und das Ganze soll tatsächlich dann in Zukunft gratis sein für private Nutzer. Also diese EA-Variante ist auch gratis. Und das soll funktionieren nach dem Baukastenprinzip. Und das sieht zumindest im Video, und ich habe mir auch schon ein paar Review-Videos dazu angeschaut, das sieht sehr beeindruckend aus. Also man hat halt keine Ahnung, verschiedene Komponenten. Man hat das Gesicht, das man verändern kann, wie man das aus Editors kennt in anderen Games, wie zum Beispiel aus Skyrim, ja, wo du halt die Nase langziehen kannst. Du kannst die Pausbäckchen machen, was auch immer. Also du kannst halt sehr viele Aspekte relativ einfach per Drag-and-Drop verändern anscheinend.
Dazu kann man natürlich die Haare anpassen, man kann den Körper anpassen und auch die Kleidung soll sogar möglich sein. Und das Ganze soll dann auch kompatibel sein mit Motion Capture und Animationsprogrammen. Und das, was man in diesem kurzen Video sieht, die es bisher gibt, das sieht schon sehr beeindruckend aus, finde ich. Man sieht da so 3-4 Charaktere, die dann halt sehr gut animiert, lückensynchron, da einem was zu erzählen zu diesem Tool. Und das macht schon einen extrem guten Eindruck. Wobei man natürlich auch sagen muss, okay, das ist jetzt die Promo-Variante sozusagen. Ja, also das wird wahrscheinlich nach aktuellem Standard das Maximum sein, was man damit erreichen kann. Und die sitzen natürlich an der Basis, die Leute, die das Video machen. Das heißt, die kennen das in- und auswendig und die haben auch die ganzen Ressourcen dafür. Aber nichtsdestotrotz, also sehr beeindruckend und es lässt hoffen, dass es in Zukunft viele tolle Sachen bietet. Tobi, wie siehst du das so? Vielleicht mal aus der Perspektive als ehemaliger Modder. Ja, mich wundert jetzt gerade, dass du sagst, sie haben die ganzen Ressourcen dazu, weil ich dachte, die Ressourcen kommen mit dem Editor. Die werden doch alle mit rausgehauen, glaube ich, ne? Am Ende. Ja, gut, aber das Video ist ja von Epic gemacht. Das meine ich halt. Das ist ja ein Werbevideo. Ja, gut, also die haben halt die Leute, die sich mit dem Tool natürlich perfekt auskennen, aber ich glaube schon, dass das im Prinzip, wenn du mit genug Einarbeitungszeit, müsste das jeder schon so nutzen können. Aktuell nur 2 Charaktere da drin, meines Wissens. Man kann da jetzt nicht schon super frei rumwurschen. Ja, also für jetzt, ja, genau. Aber in Zukunft mal auf jeden Fall. Und das Coole ist ja, ich glaube, es soll ja quasi in die Unreal Engine integriert werden und für sozusagen den Privatnutzer, so wie die Engine selber ja auch erstmal kostenlos sein. Und dann nur, wenn man damit sozusagen kommerziell vertriebenes Projekt macht, muss man irgendwas bezahlen, dann was weiß ich, irgendwie. Ne? Aber zunächst mal sollen es die Leute ja nutzen können, so wie die komplette Unreal Engine eigentlich und so wie diese ganze Quixel Resource Base und so, diese ganzen Mega-Scans und so, so wird das damit eingefügt, soweit ich das verstanden habe. Genau, richtig, ja. Das wird und genau. Und das ist natürlich extrem cool, weil damit setzt Unreal oder Epic seine Strategie fort, sozusagen eine Engine zu schaffen, in der du als Endnutzer eigentlich die ganzen Ressourcen integriert hast, die du brauchst, um ein Spiel zu machen oder um ein Entertainment-Produkt zu machen. Und das hatten sie angefangen eben mit eigentlich der Engine, mit Umgebungen, mit diesem Quixel-Zeug, was ich gerade gesagt habe und so weiter und so fort. Und das wird jetzt halt erweitert um Charaktere. Und das ist schon, das ist sehr cool. Weil das ist natürlich, das ist eine ganz schwierige Sache, um sie selber zu machen, weil gerade so wie die Haut aussieht und so mit diesem ganzen Subsurface-Scattering, was da alles mit reinspielt, ist halt extrem schwierig für einen Designer. Also das sind mit die schwierigsten Sachen, die man machen kann. Und wenn sie da eben eine gute Basis liefern, dann ist das wieder eine extreme Zeitersparnis auch für Entwickler und so. Und das ist halt schon cool. Und das ist kompatibel mit Animationstools und Motion Capturing Tools. Das heißt, wenn jemand Motion Capturing machen will, kann er das da dann direkt quasi das Rigging mit einbauen, also die Übertragung der Motion Capture Animationen auf diese Figuren. Und klar, also was sie da gezeigt haben, ist natürlich extrem gepolished. Da ist sicherlich jemand nochmal mit der Lupe drüber gegangen und hat alles auf Vordermann gebracht. Aber jo, also ich finde das cool. Ich finde es sehr cool halt, dass die Unreal Engine und Epic sozusagen ja für die Demokratisierung der Spieleentwicklung sorgt. Also dass jeder eigentlich da Projekte mitmachen kann er muss sich nur genug einarbeiten, aber die Ressourcen sind alle da. Und das finde ich cool. Das sehe ich genauso. Finde ich tatsächlich sehr cool, dass es dann eben wieder frei zur Verfügung steht. Genau wie die Unreal Engine selbst auch. Bezüglich der Nutzbarkeit, ich hatte mir, oder beziehungsweise das Polish jetzt in dem Video, ich habe mir dazu ein Video angeschaut, wo einer das Ganze getestet hat und der hat eine Kamera gehabt, also sein Handy halt, hat sich damit gefilmt und hat dann sozusagen live seine Gesichtsanimation oder seine Gesichtsbewegung als Animation auf den Charakter übertragen können. Mit so einem, mit so einem Mesh oder so, was halt, keine Ahnung, mit irgendeinem Extra-Programm, was das dann aufnimmt. Und das hat auch funktioniert. Ist schon auf jeden Fall beeindruckend, dass das direkt geht so. Ich weiß nicht, was da der Standard ist heutzutage, ob man das als Privatperson einfach so machen kann mit entsprechenden Gratis-Apps oder ob das jetzt ein Tool war, was Geld gekostet hat, keine Ahnung. Aber man sieht dann halt schon, dass
bei dieser Live-Umwandlung ist es dann schon so, dass einfach dieser Uncanny Valley-Effekt eintritt, in dem Sinne, dass der Mund natürlich nicht eins zu eins die genauen Mikrobewegungen übernehmen kann, die halt einfach entstehen, wenn du sprichst, dass eben deine, was weiß ich, ne, bei der Oberlippe sich ein bisschen was kräuselt und das zusammenzieht und so, das geht halt einfach nicht anscheinend bisher. Das heißt, ja, das klar. Ist dann... Also ich meine, das ist ja logisch. Genau. Das ist dann halt eher so ein bisschen so ja. Grob und wie man das halt auch aus älteren Spielen eher so kennt, dass man sich so denkt, irgendwie sieht das komisch aus. Aber wenn man das dann entsprechend noch nacharbeitet, ist ja schon mal cool, dass das überhaupt möglich ist. So. Das ist... Ja, vor allem, wenn der das mit der Handykamera aufgenommen hat und da irgendein Algorithmus drüber läuft, der da quasi ein Mesh draus nachberechnet, das ist ja noch was anderes als richtiges Facial Motion Capturing. Ja, das stimmt. Wo du wirklich diese Punkte im Gesicht hast und die Kamera wirklich genau erfassen kann, welche, keine Ahnung, welcher Millimeter von deinem Gesicht sich gerade wie bewegt. Also, jo. Ja, genau. Ja, das lässt auf jeden Fall hoffen, dass das noch ausgebaut wird. Dom, was ist so dein Eindruck dazu bisher? Der Eindruck ist gut. Ich hätte mir ja auch gerne einen persönlichen Eindruck davon geschaffen, aber das hat ja leider nicht funktioniert. Ne? Aber an sich, auch das, was ich alles gesagt habe, ihr habt tatsächlich auch mehr gesagt, als ich gelesen habe. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert. Also die Idee dahinter, auch mit dem Baukastenprinzip, ist super. Ja, ich habe ein bisschen dadurch, dass ich mich heute mit dem Epic Launcher und auch mit der Engine, beziehungsweise auch mit MetaHuman so ein bisschen befasst habe, habe ich natürlich auch gesehen, wie viele verschiedene Module es gibt, wie viele Projekte oder welche Art von Projekte man tatsächlich über dieses MetaHuman-Tool dann im Endeffekt erstellen kann. Also ich glaube, dass da die Kreativität der Branche, der Spieler, also es kann durchaus in richtig coole, interessante und spannende Sachen resultieren. Ja. Also da, ich glaube, es hat gutes Potenzial. Kann ich kurz fragen, wieso hat das bei dir nicht funktioniert? Ich habe ja im Endeffekt, das hat Epic ein bisschen kompliziert gestellt. Also im Endeffekt habe ich von Lukas den Link genommen und habe versucht, das runterzuladen. Die Seite beschreibt es auch relativ simpel, aber du musst einmal die Engine runterladen, was okay ist. Dann musst du das dieses MetaHuman Projekt runterladen, was furchtbar kompliziert ist. Ich habe bestimmt 10, 15 Klicks gemacht, bis ich endlich dahin kam, dass mir angeboten wurde, ja, wo möchtest du denn das Projekt gerne speichern? Ja, und da habe ich auch schon gesehen, dass viele Nutzer-Reviews eben genau ähnliche Probleme hatten wie ich. Ja. Ich dachte, das ist ja ein bisschen an mir scheitert. Und als ich das Projekt dann im Endeffekt gespeichert hatte, das Programm MetaHuman dann auch gestartet habe, es sah gut aus. Du hast die ganzen Plugins gesehen. Es sah relativ benutzerfreundlich aus. Ich hätte es gerne genutzt, aber sobald du irgendwas gestartet hast, hatte ich ein schwarzes Bild. Dann wurden so richtig flackermäßig die ganze Zeit irgendwelche Pop-ups eingeblendet, dass ich zwei Abstürze hatte und zweimal musste ich es über den Taskmanager beenden, weil ich da zu nichts mehr kam. Und dann habe ich tatsächlich frustriert aufgegeben. Okay, verständlich. Okay. Also ich hatte mir auch nur dieses Projekt runtergeladen, da habe ich festgestellt, okay, ich brauche noch die Engine. Und dann war ich so, ja, fuck, hat keine Lust, mich jetzt damit zu befassen in dem Maße. Das war dann schon der Grund. Also ich hatte jetzt noch keine technischen Probleme. Aber ich denke mal, in Zukunft, wenn das dann wirklich im Browser funktionieren sollte und dann quasi jeder Autonomal-User wie wir dann einfach mal damit rumspielen kann. Das klingt auf jeden Fall spaßig und interessant. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, was ich mir noch dafür wünschen würde. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich würde es halt cool finden, wenn man zum einen sowas wie Deep Learning irgendwie mit da reinbringt, ja, das halt quasi aus den Erfahrungen, die das Programm sozusagen sammelt, dass da neue Inhalte generiert werden können. Und zum anderen würde ich cool finden, wenn User Sachen einspeisen könnten. Keine Ahnung, ob das machbar ist oder geplant ist, aber ich finde, es wäre halt cool, wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt mir hier alles angeschaut, aber ich finde einfach nicht die Haare und ich kann sie nicht so generieren, wie ich es gerne hätte. Dann baue ich jetzt selbst hier ein Asset, was ich dann in das Ding reinlade und das können andere dann sozusagen als Mod auch selbst verwenden. Dass man halt quasi so ein... Das wird bestimmt gehen, weil, also irgendwann mal, weil das macht Epic ja schon mit anderen Sachen. Also du kannst ja auch schon Custom Libraries einbinden für Materials und Texturen und Meshes und so weiter und so fort. Also das
würde mich sehr wundern, wenn es dann da nicht geht auf einmal. Okay, das klingt gut, ja. Ja, auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und ich finde sowas immer cool, so technische Errungenschaften. Mal schauen, wie es sich dann wirklich entwickelt und ob es wirklich so gut nutzbar sein wird und so variabel, wie es jetzt auf den ersten Blick wirkt. Ja, wenn es im Browser ist, dann würde ich es mir eigentlich gerne nochmal anschauen. Vielleicht sprechen wir da nochmal drüber, wenn es verfügbar ist. Jo, so viel dazu. Hm? Ja, ich denke auch, man muss sich halt auch immer wieder vor Gesicht halten, das ist jetzt nicht unbedingt eine Technik für, die unbedingt so sehr gedacht ist für den Endnutzer, also dass wir uns jetzt irgendwelche Charaktere damit basteln direkt, sondern es ist halt wirklich gedacht für Spieleentwickler. Oder halt eben auch Indie-Entwickler vor allen Dingen, die damit jetzt dann neue Projekte auf die Beine stellen können. Und dadurch, dass sie halt weniger Zeit, Mühe und Ressourcen darauf verschwenden müssen, in Anführungsstrichen, diese Charaktere zu basteln und zu entwickeln, jeder immer für sich selber mit seinen eigenen Pipelines und so weiter und so fort, sondern wenn es da ein standardisiertes Verfahren gibt, dann kann man halt wieder mehr Zeit darauf verwenden, andere Sachen zu machen, wie ein Gameplay besser zu machen oder sonst irgendwas. Das ist halt das Coole daran eigentlich, finde ich. Ja, ich finde, es lässt halt auch hoffen, dass dann Charaktere, die irgendwie alle aussehen wie geklont, wie man das halt kennt aus vielen Open-World-Games, dass man oft mal den gleichen über den Weg läuft, dass das halt reduziert wird, zumindest dadurch. Und alterniert, wie die aussehen, mit relativ einfachem Wege. Ja, wie du sagst, wenn man irgendwie so ein Deep-Learning-Ding mit einbauen könnte oder sowas, dann irgendwann lernt, wie man ordentliche Gesichter in so einer Art randomisierter Form macht damit. Das wäre cool, weil dann könntest du einfach sagen, okay, ich baue jetzt irgendwie 300 NPCs hier und dann klickst du den Button und das Ding erstellt dir einfach 300 Leute, die alle anders aussehen. Das wäre cool, wenn du sowas nochmal kriegst. Setzt aber auch voraus, dass man die Charaktere dann auch irgendwie wahrnimmt. Ne? Das ist natürlich immer die Distanz, die du in dem Spiel zu den jeweiligen Charakteren hast. Ich finde es ja auch so lustig, wenn die Trailer in Shootern zum Beispiel fotorealistisch aussehen und die Charaktere super dargestellt werden, aber in einem Shooter, du siehst dich selber nicht und du siehst auch die Leute nicht, weil das Spiel zu schnell ist. Wenn das natürlich in irgendeinem Rollenspiel ist, à la, weiß ich nicht, Gothic oder sonstiges, wo du wirklich reinzoomst, die Charaktere siehst, dann wäre es natürlich total fantastisch, wenn du da wirklich individuelle Charakter schaffst, die Wiedererkennungswert haben und dass man irgendwie die Unterschiede wahrnehmen kann. Das wäre cool. Ja. Genau, da fällt es halt ja auch immer auf bei so Rollenspielen und so, finde ich. Da fällt es mir immer am meisten auf, wenn so Klone unterwegs sind oder so. Ja, aber ich finde, auch heute werden doch diese Rollenspiel-Aspekte, sag ich mal, auch wichtiger in Shootern und so. Es geht doch immer mehr um diese Individualisierung und kauft dir Skin XY und mach dieses und mach jenes. Und zum Beispiel merke ich das, wenn ich hier Call of Duty spiele, da kann man auch irgendwelche komischen Skins aussehen, wählen und bevor du halt spielst, dann siehst du die Charaktere in der Lobby rummarschieren und rumposen. Und ja, ich glaube, das wird sich auch weiter so fortsetzen, dass sowas halt auch zwischen den Spielen dann quasi präsentiert wird und da wird das ja tatsächlich auch Sinn ergeben. Also ich denke mal schon, dass das eigentlich überall angewendet werden kann. Und ja, wenn der Aufwand wirklich so gering ausfällt, wie man sich das jetzt vorstellt, dann wäre es ja generell noch nicht so dramatisch. Ja, eine Sache muss man noch sagen, habe ich zumindest irgendwie gelesen, dass natürlich auch noch ein Problem im Moment ist, wie gut können diese Gesichter in der Qualität in einer Framerate dargestellt werden, die irgendwie sinnvoll ist für Spiele. Ja. Also wenn ich jetzt sage, hier, da hauen wir mal 300 NPCs rein und die müssen dann auf einmal alle gerendert werden oder so, das, glaube ich, zwingt im Moment das System noch ordentlich in die Knie. Es gibt zwar durchweg Lots, also Level of Detail und so, dass das Ganze schon ein bisschen verbessert, aber zum Beispiel habe ich gelesen, die Technik, die angewendet wird, vor allen Dingen für die Haare, ist im Moment noch sehr rechenaufwendig. Mhm. Also das kannst du jetzt nicht so ohne weiteres dann vielleicht direkt zu so und so viel Leuten dann in so ein Spiel einbauen oder so. Deswegen ist, glaube ich, die Technik auch durchweg im Moment auch sehr interessant für eher so Render-Sequenzen, auch teilweise für Filmproduktionen. Mhm. So spielt es auch eine Rolle. Oder wir sehen jetzt demnächst einfach sehr viele Spiele, wo die Menschen aus lore-technischen Gründen alle Glatzen haben und komplett rasiert sind. Keine Ahnung. Atomkatastrophe und alle Haare fallen aus. Keine Ahnung. Fallout-mäßig. Genial, ja. Unser Spiel spielt in Leukämie. Ja, sowas in der Richtung. Das klingt doch spaßig. Ja. Dazu auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind uns einig, es klingt sehr interessant und vielversprechend. Mal schauen, wie es dann in der Realität, vermutlich erst in ein paar Jahren,
ja, damit es funktioniert und wie gut, was da rauskommt. Gut, dann kommen wir noch zu einer letzten News, und zwar wurde ein neues Spiel angekündigt namens Disciples Liberation. Disciples ist, glaube ich, eine Serie, die schon länger gibt. Ich muss sagen, ich habe davon noch keinen Teil gespielt. Das Ganze wurde präsentiert mit einem düsteren Cinematic-Trailer, der mich irgendwie ein bisschen an den Diablo 4-Trailer erinnert hat. Also es war jetzt nicht so super ähnlich, aber es ging auch um irgendwie dämonische Machenschaften, irgendwelche Beschwörungen. Also irgendwie habe ich mich daran erinnert gefühlt. Und das Ganze soll sein, laut Entwickler Frima Studio, ein taktisches Dark-Fantasy-Strategie-Rollenspiel. Also alles mit Reihgeschwissen. Das Ganze werden so rundenbasierte Kämpfe sein mit einer Party aus Mitgliedern. Und tatsächlich, jetzt gerade frisch wurden auf Steam jetzt Bilder dazu veröffentlicht, weil vorher gab es nur diesen Render-Trailer. Und wir haben uns das gerade vorher schon angeschaut. Das sieht jetzt erstmal nicht so vielversprechend aus auf den Bildern. Das sieht ein bisschen undynamisch aus alles, aber ist natürlich schwierig zu beurteilen, wenn man kein Video dazu hat. Auf mich macht das ein bisschen den Eindruck, als seien das so Kampfarenen mehr als eine offene Welt. Wirkt das auf euch auch so? Ja, das war im Endeffekt, also das, was man da rein interpretieren kann, wirkt es tatsächlich auch so. Dass man zwar schon irgendwo Dungeons präsentiert bekommt, aber dass die Kämpfe an sich dann in geschlossenen Arealen stattfindet. Genau. Mal gucken, ob es wirklich so sein wird. Also sie versprechen halt irgendwie eine 80-Stunden-Singleplayer-Kampagne, was schon ganz schön viel ist. Klingt fast ein bisschen too much. Dass es Base-Building geben wird, sagen sie. Es wird Boss-Fights geben natürlich. Und es soll auch einen Skirmish-Modus geben, wo man ja gegen Freunde spielen kann online. Ja, und das heißt, es gibt Entscheidungsmöglichkeiten, die natürlich vieles beeinflussen. Mal gucken. Also, mal abwarten, sag ich. Weil ich bin neugierig auf das Spiel. Ich habe es mir direkt auf die Wishlist gepackt, weil ich es schon tatsächlich dann ausprobieren will, je nachdem, wie es sich entwickelt. Aber sind wir mal vorsichtig. Und der Jan hat auf dem Discord geschrieben, also das Ganze wird published von Calypso Media. Und der Jan hatte geschrieben, hat Calypso mittlerweile irgendwas rausgebracht, was nicht zum Davonlaufen war? War ein hartes Urteil, sag ich mal. Aber ich muss zugeben, ich habe noch kein Calypso-Spiel gespielt, aber am bekanntesten, hatten wir schon gesagt, ist wohl Tropico. Mal gucken. Ja, das Ganze soll erscheinen für den PC, für die Xbox und PlayStation, Current und Last Gen. Und soll im vierten Quartal diesen Jahres erscheinen. Mal gucken. Tobi, wie sieht's aus? Hast du richtig Bock auf das Game? Total. keine Ahnung, es fühlt sich so ein bisschen an nach, wir hatten heute nicht so viele Themen, wir mussten noch was reinpacken. Ich habe den Trailer gesehen, ich fand den cool, da habe ich mir gedacht, ja, das könnte doch interessant werden. Das war einfach so. Ja, der Trailer ist ganz, genau, der Trailer ist ganz witzig, der ist halt, ja, ist halt so schön cinematic, bla bla bla. Das Spiel selber, ich meine, man sieht auch schon, ich weiß nicht, man sieht auf den Screenshots, ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu extrapolieren hier, man sieht ja diese Hexagon-Muster, die ich eigentlich immer so assoziiere mit diesen Heroes of Might and Magic-artigen Schachkämpfen. Mhm. So diese, ja, ob es dann letztendlich so ist. Ich weiß nicht, es gibt noch einen anderen Screenshot, da sieht es eher fast so ein bisschen Baldur's Gate-mäßig aus. Keine Ahnung, kann man echt noch wenig zu sagen. Also für mich, glaube ich, ist es nichts. Ich bin bei Rundenstrategie, muss es schon ziemlich gut sein, damit es mich wirklich packt. Also da brauche ich schon was auf XCOM-Level oder so. Insofern glaube ich, das schafft es noch nicht mal in meinen Pile of Opportunity-Spielen, ganz ehrlich. Ja, ich spiele da sehr gerne rundenbasierte Sachen und ich finde ein bisschen schade, dass es wenig Spiele so schaffen, die Umwelt mit einzubringen, wie das ein XCOM oder auch ein Divinity Original Sin 2 macht. Dass man halt mehr hat als einfach nur eine freie Fläche, wo die Charaktere sich gegenseitig die Köpfe einrennen, wie man es damals auch bei Heroes of Might and Magic oder so kannte, sondern einfach ein bisschen glaubwürdigere Schlachtfelder mit glaubwürdigeren Interaktionen oder mit mehr taktischen Optionen. Das ist leider oft die Krux bei solchen Spielen, denn sonst hätte ich mir mit Sicherheit schon die letzten Jahre mehr davon gekauft. Also es gab ja, keine Ahnung, irgendwelche Warhammer-Games, die auf den ersten Blick ganz cool aussahen, aber dann tatsächlich auch zum Beispiel, wie heißt das? Warhammer Underworld, glaube ich, heißt das. Aber das bietet dann einfach nicht die Tiefe, ne, die man sich vielleicht wünscht, oder ich zumindest. Und das könnte hier auch die Gefahr sein, ja. Ja, und die brauchst du halt, weil sonst machst du halt tatsächlich dann über deine 80-Stunden-Kampagne immer nur das Gleiche, ne? Die ganze Zeit.
Das ist halt, ich meine, das ist halt das, was XCOM irgendwie schafft, ist halt, dass die Kampfsituationen doch relativ häufig, sage ich jetzt mal, dann irgendwie doch wieder anders sind. Dadurch, dass kommt dann wieder drauf an, wo hast du welche Höhenunterschiede oder keine Ahnung, wie es, ja, da ist irgendwie ein Gebäude, aber es ist dann auch alles zerstörbar und so weiter und so fort. Und ja, das, wie du sagst, das schaffen nur wenige Spiele. Ist natürlich auch ein sehr großer Aufwand in der Entwicklung, muss man schon sagen. Also das musst du erstmal so hinkriegen. Ja, das stimmt natürlich, ja. Das schaffen echt nicht viele Spiele. Ja, warten wir ab. Ich werde das heute im Auge behalten und berichten, ob es sich lohnt oder nicht. Mal schauen. Ja, das waren die News. Hauptthema haben wir heute leider gar nicht. Ja, soll einfach nichts zu zocken war für uns in der Hinsicht. Auf jeden Fall danke, dass du am Start warst wieder, Dom, und uns unterstützt das hier. Jo. Und jo. Ich wollte mal wieder einen Aufruf an die Hörer machen. Und zwar ist ja jetzt diese Woche, beziehungsweise das kommende Wochenende, irgendwie vom 19. bis 20. oder so in der Richtung, ist die BlizzConline, also die BlizzCon-Online-Variante. Und da werden wir mit Sicherheit drüber sprechen und wahrscheinlich auch ausführlich. Ich denke mal, das wird schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen, da sie ja, ja Diablo 4 zeigen werden, Overwatch 2 und diverse andere Sachen. Und da der Olli aktuell noch nicht am Start ist, habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja jemand bei uns in der Community, der ja entweder großer Blizzard-Fan ist oder einfach Lust hat, mit uns über die Geschichte zu sprechen. Falls das so sein sollte, dann melde dich doch bitte bei uns. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn wir da ein bisschen Support kriegen würden. Und ja, wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr uns einfach auf dem Discord schreiben. Den Link zum Discord findet ihr immer in der Folgenbeschreibung, wo auch immer ihr die Folge hört. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Da könnt ihr natürlich auch wie immer Feedback, Kritik, Anregungen anbringen. Das wäre an pcgcpodcast@gmail.com, alternativ über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das haben wir der Welt gar nicht mitgeteilt, dass Fractal Design scheiß Gewinde hat. Aber gut. Ja, richtig, das fiel mir auch gerade ein. Wir wollten auch noch darüber reden. Dass ja, aber Design wir waren schon zeitlich soweit. Ja, also genau von der Zeit her passt das ganz gut. Vielleicht nehmen wir das einfach nochmal mit in die nächste Woche. Außerdem indoktriniert ja immer wieder Olli den Hardware-Teil mit seinen Themenwünschen. Und dem sollten wir auch nicht nachgehen. Einfach so. Ja, ich finde es auch, also ich fand es ein bisschen befremdlich, dass er quasi eine Frage formuliert hat und dann irgendwie, weiß nicht, eine Antwort bekommen hat und dann gesagt hat, naja, das ist ihm jetzt zu viel Aufwand. Ich weiß nicht, was er für eine Antwort erwartet hat. Also vor allem eine Mutter zu suchen. Naja. Ich glaube, der Olli macht halt, sorgt gerne für Engagement. Das hat er hervorragend, ja, hingekommen. Und wir kriegen es hervorragend hin, das zu ignorieren. Leute, die richtig Ahnung haben, hätten mir helfen können, ohne die Aufforderung, meinen Rechner komplett zu zerlegen. Ach, wieder eine Enttäuschung mehr. Ausgezeichnet. Hervorragend. Ja, da haben wir doch noch was aus dieser scheiß Lampendiskussion rausgeholt. Hervorragend. Ja. Wir sind noch drei andere Sachen reingefallen. Ach, scheiße, den KVM-Switch wollte ich nochmal sagen. Hättest du nochmal kurz erklären können, weil ich finde, in Zeiten von Homeoffice ist das doch vielleicht mal ganz interessant nochmal. Ja, deswegen habe ich ein Ja. Gibt ja gut, nichts. aber du hast ja der KVM-Switch. Mehr hast du ja nicht gesagt. Ja, habe ich schon mal erklärt. Hatten wir schon mal eine Folge, wo ich das erklärt habe. Da brauche ich jetzt nicht nochmal drauf angehen. Und wer nicht weiß, was ein KVM-Switch, der kann googeln. Das stimmt. Okay. Gut. Habt ihr meinen Monitortisch besprochen? Den haben wir tatsächlich unter den Tisch fallen lassen. Haha. Ja. Ich wollte gerade sagen, kann ich mich an nichts erinnern. Ja, wir haben einige Sachen weggelassen, die MMO-Maus mit 12 Tasten war auch so. Ja, okay, gut. Hä, was hattet ihr dann überhaupt noch? Ich wollte gerade sagen, meine schöne Desktop-Matte habt ihr auch nicht angesprochen. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, die stand auf der Liste, aber die hat es halt auch nicht geschafft. Dann. Das war nicht. Kein Problem. Habt ihr nur über den komischen USB-Astronauten, der dann leuchtet, nein, oder was? Der wurde auch in keinem Wort erwähnt. Wir haben über... Was gab's? Es gab doch sonst nichts. Ja, es gab den Harry Potter oder der Treppe.
Denn hat Nino natürlich über sein Ding sinniert. Und ich weiß gar nicht, was war noch dabei. Die Schreibtische meinten so, ja gut, aber es war ja, zum einen haben Nino und Jan sich jeweils eine Tastatur bestellt, das haben die erzählt. Und zum anderen Screenbar hatten wir besprochen. Wir hatten, wie heißen die nochmal? Die Hue-Lights. Also nur die Sache, die ihr selber hattet, ihr alten Egozentriker. Genau. Hey Tobi, du bist jederzeit gerne zum Hardware-Teil eingeladen. Du kannst jederzeit dazukommen. Da macht ihr extra eine Umfrage hier im Hörer-Feedback-Teil. Ja, aber ich habe extra dazu geschrieben, dass wir das picken, was sinnvoll ist. Eiskalt. Also ganz ehrlich, so ein Monitortisch ist total sinnvoll. Das ist ergonomisch, das ist gut für den Rücken. Meinst du mit Monitortisch so eine Erhöhung für deinen Monitor?